Wenn Konsens besteht, dann wird gemeinsam gehandelt. Und dort, wo Dissens besteht, dort kann man immer noch diskutieren. Dort kann man einen Dialog führen, dort kann man versuchen, wenn man das will, andere zu überzeugen, oder man lässt sich einfach für ihre Meinung. Was wir auf keinen Fall tun sollten, ist Missionieren. Also andere so mit Gewalt überzeugen, mit einem alten Denkmuster, wir brauchen Mehrheiten. Nein, wir brauchen keine Mehrheiten. Wir brauchen keine Mehrheit. Wir brauchen ein anderes Denkmuster. Wenn das Denkmuster sich verbreitet und die Grundhaltung verbreitet, dann entsteht die Mehrheit automatisch, aber dann kann sie auch in vielen unterschiedlichen Parteien, vielen verschiedenen Religionen, Ideologien und sonst wo entstehen. Das heißt, wir müssen diese Denkbarrieren und diese Mauern nicht wirklich einreißen, sondern wir können auf eine fraktale Art und Weise von innen heraus wachsen und die Gesellschaft zusammenführen. Und das ist einfacher, als wir versuchen, die Mauern, die trennenden Mauern einzureißen. Denn das ist Gewalt. Und da gibt es Widerstand, das wollen wir nicht. Dann stehen hier ein paar Slogans, das sind alles nur Vorschläge. Das ganze Paper, wenn ihr euch das genauer dann durchlesen werdet, sind nur Vorschläge. Und jeder, der dann wirklich ganz am Schluss die letzte Seite ausfüllt, nämlich die Beitrittserklärung, da steht extra absichtlich auch kein Konto drauf. Wir haben nämlich keine Mitgliedsbeiträge. Ja. Spenden sind willkommen, aber wir werden Ende Juni, Anfang Juli eine richtige Website machen. Momentan ist ja der Domainname newmanway.at auf eine Unterseite meiner Website reingegangen. Einfach nur, damit da ein paar Informationen stehen und man sich was runterladen kann. Eine professionelle Website wird dann errichtet werden und auch eine Community. Ja, wir werden also dann auch eine eigene Web-Community haben, wo wir diskutieren können, wo wir uns austauschen, wo wir uns Unterlagen hin und her schicken können. Alles das wird dann in kürzester Zeit passieren. Da gibt es ein paar Slogans, die zu dieser Art von Bewegung passen könnten, nämlich durch achtsamen Umgang mit allem Leben zur menschlichen Entfaltung oder Kooperation statt Konkurrenz oder Demokratie beginnt mit einem demokratischen Versorgungssystem. Früher habe ich gesagt, Demokratie beginnt mit einem demokratischen Geldsystem. Geld braucht man vielleicht nicht unbedingt. Man könnte sagen, mit einem demokratischen Produktions- und Verteilungssystem. Wenn man Produktion und Verteilung zusammenfasst, dann hat man vielleicht ein Versorgungssystem. Ihr seht schon, worum es geht. Es geht im ersten Schritt, wenn wir eine andere Gesellschaft haben wollen, die Sprache. Wir brauchen eine Sprache, die Begrifflichkeiten, die Terminologie, die uns zusammenführt und die Visionen so darstellt, dass sie die Menschen verstehen und im Herzen auch ja, fühlen können. Das ist sehr wichtig. Ja? Daher sollten das einfache, positive Begriffe sein, keine allzu langen, wenn es geht, keine Fremdwörter, dann bin jeder falsch, also der Professor, der muss erst umwerfen, so redet, dass er auch verstanden wird. Wir wollen vom Nullsummenspiel ins, ja, wohin, ins Licht, Nullsummenspiel, ins Plussummenspiel, wir wollen keine Nullsummenspiele mehr. Das Verrückte an unserem heutigen System ist jetzt, dass die Gesellschaft wie ein mathematisches Puzzlespiel organisiert ist. Nicht? Wir zählen diese werthaltigen Atome, diese Geldeinheit, die es lustigerweise gar nicht gibt, als werthaltige Einheit. Die zählen wir, die nehmen wir unglaublich ernst. Nicht? Und die wichtigsten Entscheidungen, egal ob auf niedriger Ebene, in Gemeinden oder auf der nationalen oder auf der übernationalen, auf der EU-Ebene, das wird nach Geld geregelt. Das ist das Verrückte. Also, und wenn kein Geld vorhanden ist, dann wird auch nichts getan. Dabei ist ja Geld das, was man auf den Knopf sofort haben könnte. Und zwar in rauen Mengen. Man hat es dann, man darf es aber nicht ausgeben, nicht? Weil sonst haben wir die Inflation. Das merkt nämlich jeder, dass das eigentlich nicht wert ist. Inflation. Also, wir sind in einer wirklich ganz unglaublich verrückten Situation momentan. Und wir sollten, das habe ich vorher auch schon gemeint, wir sollten versuchen, das Ganze auch ein bisschen mit Humor zu tragen. Ja, richtig wichtig, ich glaube, Humor wird uns weiterhelfen. Nehmt das nicht zu ernst und keine Tränen vergießen, wenn es sozusagen das System zusammenbricht. Auch ein schöner Slogan: Knappheit ist kein Wert und Verknappung keine Wertschöpfung. Das ist etwas, was man sich zu Herzen nehmen sollte. Knappheit ist kein Wert. Verknappung, keine Wertschöpfung. In einem Angebots- und Nachfragesystem, also Preise steigen und sich das Angebot entsprechend verknappt, dann haben wir ein Verknappungssystem. Und das haben wir auf der globalen Ebene schon seit ewigen Zeiten, nur ist es uns halt in Mitteleuropa nicht aufgefallen. Jetzt mittlerweile, wo also die Verknappung Griechenland erreicht und Portugal und Spanien, und sie kommt also immer näher von ihrer Haustür, wird uns das langsam sowieso klar, ja, was da eigentlich passiert.
Und wenn es dann einmal vor der eigenen Tür steht, spätestens dann braucht man eine andere Lösung. Dann kann Verknappung keine Lösung mehr sein. Die neue Gesellschaft, abgekürzt NG, für die Verschwörungstheoretiker nicht als Gegenstück zur NWO, zur neuen Weltordnung, also die NG, die neue Gesellschaft, besteht aus einer Infrastruktur und einer neuen geistigen Haltung. Wir haben heute das Internet zur Verfügung, da gibt es unglaubliche Werkzeuge, die man einsetzen kann. Und natürlich, wenn wir in einer Gesellschaft auf neue Art und Weise kooperieren wollen, und das ist ja sinnvoll, kooperieren heißt ja dann auch Wissen weitergeben, zusammenarbeiten und gemeinsam neue Fähigkeiten erlernen, dann werden wir dort ganz neue Softwarewerkzeuge entwickeln, die man sich jetzt noch kaum vorstellen kann. Weil es so viele neue Formen der Zusammenarbeit geben wird, im geistigen genauso wie im materiellen Bereich, wo man also online zum Beispiel lernen kann, ein paar Handgriffe von einem Handwerker, wie man sich im Haushalt was repariert. Okay? Oder so ganze Pläne für den Bau von irgendwelchen Dingen, die man heute aus dem Kaufhaus holt, direkt online einsehbar sind. Und wo man dann auch nachfragen kann, ja, wo man dann erfährt, wo man einen Ersatzteil kriegt oder wie man ihn sich selber herstellt. Das sind also Entwicklungen, die momentan gerade im Entstehen sind. Und wie gesagt, da haben wir auch noch keine Begriffe dafür. Da muss auch die Sprache sich auch hin entwickeln. Wir werden dann auch in anderer Form kooperieren. Es wird nicht mehr den Produzenten geben und den Konsumenten. Das ist eine alte Sichtweise, ne? Sondern es wird ziemlich sicher zum Prosumentenansatz kommen. Das heißt, wenn wir etwas haben wollen, dann werden wir auch gemeinsam zusammenarbeiten, dass wir uns das machen, dass wir das produzieren. Nicht? Wir produzieren es, aber gleichzeitig auch, wie wir es verwenden. Ja? Das ist in der Softwareindustrie, war das immer schon ein sehr, sehr erfolgreicher Ansatz, dass man gesagt hat, die Anwender sollten auch kompetent sein, die Software zu entwickeln. Weil der Anwender weiß ja, was er will. Ein Programmierer, das Programm als Anwender nicht verwendet, ist meistens ein schlechter Programmierer. Ne? Weil der entwickelt das nach irgendeinem Plan, hat aber keine Ahnung, ob das dann praktisch ist oder unpraktisch, weil er es nicht verwendet. Und so ist das in allen unseren Lebensbereichen. Wir werden also zu den Entwicklern unserer eigenen Produkte uns weiterbilden. Ja? Ganz klar, da braucht man dann auch ein anderes Bildungssystem, ein anderes Rechtssystem, damit das jetzt in Zweifel kommen. Wir treten also nicht gegen andere politische Parteien an. Das Wort gegen würde ich überhaupt aus dem Wortschatz, wenn möglich, eliminieren. Ich bin jetzt in Kontakt mit einem sehr interessanten Pädagogen aus Deutschland, der Spieleerfinder ist und der hat Projekte entwickelt, Sprache zu verändern. Und er sagt, dass das auch psychologisch hilft. Ja, die Leute werden dann oft auch gesünder, wenn sie bestimmte Begriffe aus der Sprache wegnehmen, die sie einfach stören. Und das kann man auch in der Familie, in einer kleinen Gruppe machen. Wir definieren unsere eigene Sprache, welches Wort, und da fühlst du dich unwohl, verwende ich dann nicht, da setze ich doch was anderes. Genial. Ne? Genial. Also die Macht über die eigene Sprache zu haben, zunächst einmal, ist eine elementare Aufgabe und Macht eigentlich der Gesellschaft. Wittgenstein hat schon gesagt, der Verwender definiert die Bedeutung. Der es verwendet. Ja, und das ist ja mal die Gesellschaft. Wir können uns ja nur verstehen, wenn wir auch wissen, was wir meinen, wenn wir Begriffe verwenden. Also, die gelebte Selbstverantwortung müsste die Grundlage der Selbstverwaltung und Selbstorganisation sein. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Und damit bin ich eigentlich, was Human Way betrifft, schon am Ende. Ich möchte euch dann nur noch ein paar Ideen mitgeben, was jetzt meine eigene Meinung betrifft, wie das System sich weiterentwickeln wird oder kann. Und wie gesagt, ich stehe dann auch anschließend der Diskussion und nach dem gemeinsamen Essen beliebig lange zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten. Wobei ich natürlich eines schon noch sagen muss, ich maße mir nicht an, die Weisheit mit dem Löffel gegessen zu haben. Ich habe halt sehr viel Erfahrung, ich habe sehr viele Bücher gelesen, die gesehen haben, sich mit vielen, vielen Leuten unterhalten, aus verschiedensten Bereichen. Ich kenne sehr viele Leute, die dieser Entwicklung, unserer Bewegung sehr, sehr positiv gegenüberstehen. Auch in den verschiedensten Ebenen. Und das ist vielleicht ein kleiner Vorteil, dass ich das so gut sehe. Aber ich möchte auf gar keinen Fall jetzt eindeutig sagen, die Menschen verwenden, weil das wäre ein Fehler. Ja, Human Way soll ja die Gesellschaft enablen, ja, also die Gesellschaft in die Lage versetzen, sich selbst zu organisieren. Das ist ja das Ziel. Und das geht natürlich nur, wenn jeder an der Ecke anpackt, wo er selber die Erfahrung einbringt, wo er auch begeistert ist, wo er sich darüber freut, was er tun kann, für alle, also zunächst einmal für die Familie, für die Nachbarn, für das eigene Umfeld, später das Internet, dann für Netzwerke etc. Welche eigenen Meinungen bringe ich jetzt einfach nur ein? Die sind nicht richtig und alles andere ist falsch, das sind nur so Vorschläge. Ich glaube, wichtig wäre es, wenn wir zunächst an unserer eigenen Wahrnehmung und Denkweise
Empathie mit Leuten, die tun das nicht, das heißt mit Leid, und Leid ist ein schönes Wort, sondern mit Gefühl vielleicht eher, und Kommunikationsfähigkeit arbeiten. Das ist ja wichtig. Also wer mich auf Facebook verfolgt und sich die witzigen Schamüsel anschaut, die auf meinem Pin waren, 80-85% der Fälle kann ich mir das zurückhalten, manchmal leider auch ein bisschen zynisch. Bin aber keine Böse, ja, also überhaupt nicht. Ich betrachte das ordentlich mit Humor. Es sollte nie unser Ziel sein, Recht zu haben und zu überzeugen, sondern eher zu helfen und zu transformieren. Was heißt das? Human-Way-Gedanke geht jetzt nicht davon aus, es gibt eine richtige Theorie und alle anderen sind falsch und wir müssen das den Menschen beibringen, weil das die richtige Theorie ist. Sondern der Human-Way-Gedanke ist, im Bereich der Psychologie, im Bereich der Soziologie, ist eigentlich das richtig, mit dem die Menschen sich gemeinsam wohlfühlen. Ja? Und das ist dann sehr schwierig, wenn es ein Wissenschaftler, basierend auf einer Theorie oder eines Modells, sagt, dass das richtig ist und er die Erwartung hat, dass die anderen sich jetzt danach auch wirklich richten. Das halte ich nicht für sinnvoll. Das halte ich sogar für gefährlich, so eine Verhaltensweise. Ja? Würde ich nie tun, wäre wahrscheinlich ein großer Fehler. Bin überhaupt einer der Ersten, der sagt, das Wissenschaftsmodell müssen wir komplett überdenken. Das, was bisher so geleistet wurde von der Wissenschaft, war, glaube ich, nicht sehr hilfreich. Jedenfalls für die Mehrheit der Bevölkerung, Wissenschaftler und Intelligenz, die noch ganz ausgeschlossen. Also im Wesentlichen glaube ich, dass die Bevölkerung in die Lage versetzt werden muss, sich selber die Modelle zu bauen, ne? Die Begrifflichkeiten und die Methoden, mit der sie sich wohlfühlt. Und dabei können Wissenschaftler. Und wie gesagt, das sollte man psychologisch angehen, das sollte man soziologisch, sozialpsychologisch angehen, da braucht es auch immer eine Technologie. Aber nicht dogmatische Wissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, mehr also die klassischen Rechthaber, die halt basieren auf bestimmten Modelltypen, die sich historisch herausgebildet haben, immer nur ganz konkrete, eingeengte Empfehlungen geben können, die aber den Menschen selber ihre Probleme nicht lösen. Die Kommunikation sollte auf Augenhöhe erfolgen und das ist nicht immer leicht. Das ist nicht immer leicht. Ja, warum ist das nicht immer leicht? Wenn ich auf Augenhöhe kommuniziere, dann besteht die Gefahr, vor allem wenn es dann emotionalisiert ist, ein bisschen auch der Verdrängung. Wenn ich mich jetzt drüber stelle nicht, und sage, eigentlich habe ich da mehr Erfahrung, ich bin der Professor, nicht, jetzt einfach gesagt, und ihr hört es mir einfach zu, dann habe ich es leicht. Da können wir mit den anderen auch anflegeln oder so, macht ja nichts, nicht, ich weiß, wovon ich rede, die anderen, ja, egal. Aber wenn ich mich jetzt wirklich auf Augenhöhe begebe, ja, und dann wird es emotional, ja, dann muss man damit arbeiten können. Und deswegen ist es vielleicht in dem Zusammenhang dann schon auch gut, sich auf einen anderen Standpunkt zu stellen. Nicht hierarchisch, sondern vielleicht eher so seitwärts. Ja? Dass man dann sagt, okay, der Mensch ist jetzt in einer bestimmten emotionalen Situation. Und ich versuche das dann immer für mich selber in ein Denkmodell zu bringen, wo ich sage, jedes Lebewesen ist ein verfestigter, lebendiger Lernprozess. Und ich schaue mir dann genau an, was ist das jetzt gerade für ein Lernprozess, den die oder der da durchmacht. Und wie kann ich jetzt diesem Menschen helfen, dass er auf die nächste Stufe kommt in seinem Lernprozess? Was muss ich jetzt tun an Informationen, an Tipps, an Hinweisen, damit da das Lernen leichter wird? Und das hat mir selbst immer sehr geholfen, diese Sichtweise. Ist nur ein Angebot, es ist ein kleines Denkmodell, damit man Konfrontationen ausweicht, ohne sich in eine fachliche Hierarchie flüchten. Das ist das Naheliegendste, nicht auch der Akademiker und sagen, oh, wie so soll das? Und dann kommt der gesellschaftliche Machteinfluss und dann gibt man irgendwelche Ziele vor und das soll es nicht sein. Also Menschen als lebendige Lernprozesse sind ein schönes Modell, das da weiterhilft. Und wie die objektive Wissenschaft und die Kriterien waren falsch, sollten wir ganz, ganz, ganz weit hinten in die Besenkammer stellen. Ja? Das hat in einer gesunden Gesellschaft nichts verloren. Diese Art der gegenseitigen Belehrung. Nicht, das weißt du nicht und das ist so. Das ist schon sehr naiv. Das ist sehr naiv. Wenn wir uns die Wissenschaften historisch ein bisschen näher anschauen, praktisch alles, was wir irgendwann geglaubt haben zu wissen, ist durch ein Experiment, durch ein Ereignis, durch irgendeinen gescheiten Menschen komplett auf den Kopf gestellt worden. Ja? Lassen wir es richtig. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Also lassen wir bitte diese Entwicklungslinie offen und nehmen wir auch das, was heute offiziell als Kenntnisstand sozusagen in den Büchern steht und vertreten wird, einfach nur als aktuellen Stand bestehen. Ja? Aber nicht als endgültige Wahrheit, um andere zu widerlegen, die vielleicht andere Meinungen haben, vielleicht auch andere Erfahrungen in der Biografie. Gesellschaftliche Zielfunktionen sollte die Gesellschaft vorgeben. Wir haben momentan als einzige gesellschaftliche Zielfunktion Gewinnmaximierung.
das ist eine sehr komische Idee, wenn man sich das vorstellt. Da hat man quasi ein Rechenblatt für irgendeine Rechtsform und da schaut man, dass die Zahlen jedes Jahr größer werden. Schlimm. Eigentlich wirklich schlimm. Das, worum es wirklich geht im Leben, ob das die Gesundheit ist, das Wohlfühlen oder auch die Verbesserung der Kommunikation, die geistige Entwicklung, die körperliche Entwicklung, nichts kommt davor. Ja. Nur ein Maximieren von Zahlen und das halte ich nicht für sinnvoll. Deswegen habe ich einmal vorgeschlagen in einem kleinen Artikel das ökosoziale Minimieren. Und da habe ich mir gedacht, wenn man sich eine Zielfunktion vorstellt, zum Beispiel möglichst wenig Schadstoffe, und man geht von einem heutigen Zustand mit noch ein bisschen mehr Schadstoffen aus, dann schaut man, dass man diese Differenz dann halt schrittweise minimiert. Ja, und geht dorthin. Ökosoziales Minimieren, also eine gemeinschaftliche Zielvorgabe, man sagt, wo ist unser Ziel, wo ist der heutige Ist-Bereich und das Delta dazwischen, die Differenz, schauen wir, dass kleiner wird und da helfen wir halt alle zusammen. Ich glaube, das wäre sinnvoller als diese werthaltigen Atome, diese Geldbeträge zu maximieren, die ja dann eh nur Recheneinheiten sind. Viele sagen, Basisdemokratie, nicht, das muss man sehr vorsichtig sein mit dem Begriff, da haben die nämlich sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Gerade also bei grünen Bewegungen und sonst irgendwo, das ist lähmend. Ja, wenn alle zustimmen müssen, bis man den Letzten das erklärt hat und der das auch versteht, wahrscheinlich geht das so nicht. Ja. Aber das soll uns nicht zur Verzweiflung bringen. Das soll uns nicht zur Verzweiflung bringen, denn die gute Nachricht ist die, wir brauchen den Konsens nicht flächendeckend. Wir haben da noch sehr wenig Übung darin, aber im Prinzip müssen wir immer nur im unmittelbaren Bereich der jeweils Betroffenen einen Konsens herstellen, damit wir handlungsfähig sind. Ja? Das kann man auch ein bisschen, ich denke dann immer sehr gerne, weil ich mich halt mein ganzes Leben auch damit beschäftigt habe, in Kategorien von Software. Und es ist wirklich lustig, wenn man also bestimmte Problemstellungen als Hardware sieht, zum Beispiel einen Menschen, der Klassiker ist, ändere dich. Wenn der Mensch sich als Hardware begrüßt, also was soll er machen, soll man einen Arm abschneiden, nicht? Was heißt mich ändern, ich bin, ne? Ich bin ein Körper, ich bin ein Block, der Klotz, schaut gestern aus wie heute, da ändert sich nichts und bei mir selber ändert sich gar nichts, das tut weh. Ja? Also das ist das Hardware-Denken. Aber wenn ich sage, dein Verhalten, ja, das kommt von Skripten im Kopf, ja? Und wenn du jetzt einfach ein paar Begriffe austauscht, ja, die bei dir andere Gefühle, andere Assoziationen wecken, ja, dann kannst du dein Verhalten ändern und das ist es ja, was wir wollen. Ja, also es geht uns nicht um deine Nasen, ja, und um deine körperliche Attraktivität. Es geht uns ja um dein Verhalten. Und dann ist Verhalten dann änderbar, wenn ich mich selbst als änderbar erlebe. Wenn ich erkannt habe, dass zwei Softwareprozesse sind, die da mental durchs Gehirn gehen, dann wird vieles leichter. Und so ist es in der Gesellschaft auch. Ja. Wir können jederzeit durch Kreativität Veränderungen herbeiführen. Und Kreativität ist natürlich vor allem dann erfolgreich, wenn sie Spaß macht. Ja? Also sollten wir auch ein bisschen einen spielerischen Ansatz wählen. Also nicht immer diesen Bierernst. Natürlich ist das jetzt schlimm, wenn man die schlechten Nachrichten hört, im Rundfunk und in den Medien. Aber mit ein bisschen Humor sollte man es schon auch nehmen. Vor allem, wenn jetzt dann irgendwann so in den nächsten, ich würde sagen, 3-4 Monaten die Mainstream-Medien dann uns die Politiker vorführen werden. Mit ihren vielen Rettungspaketen und den Ergebnissen, die sie dann gezeitigt haben. Ich sage dann jetzt auf jeden Fall sehr lustig. Also, Ziel unserer Bürgerplattform wird sein, dass wir Ende Juni, Anfang Juli einmal eine vernünftige Website haben. Mit einer Community, wo man sich austauschen kann, etc. Über den Sommer werde ich dann versuchen, Wissenschaftler, die ich persönlich kenne, aus dem In- und Ausland, andere Leute zu gewinnen, damit wir dann irgendwann im September, wenn die Leute aus dem Urlaub zurück sind, eine Pressekonferenz machen und uns der Öffentlichkeit bekannt geben. Mit der Zielsetzung, diesem ganz einfachen Programm, vielleicht auch schon mit dem einen oder anderen Projekt, weil diese Leute ja sehr viele soziale Projekte schon haben, als Teil ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit und da kann man dann auch einiges schon präsentieren. Und dann gibt es unterstützende Projekte, Kooperationen mit anderen Parteien. Ich bin selbst bei der Deutschen Demokratischen Partei zum Beispiel Ehrenvorsitzender geworden, Softwarefirmen, die mit uns zusammenarbeiten. Es ist ganz interessant, wie gesagt, man kann die Gesellschaft und ihre Untereinheiten durchaus auch als Programme sehen. Und so kompliziertere Programme, die arbeiten dann hervorragend zusammen, wenn hauptsächlich nur die Schnittstellen definiert sind. Das ist das Lustige. Ja? Ich kann einen Teil eines Programms als Blackbox betrachten, kann sagen, die Leute in der Region, in dem Bereich, die machen irgendetwas, wie sie wollen. Aber nur dort, wo sie jetzt mit anderen kommunizieren, da definieren sie gemeinsam die Schnittstelle, die muss funktionieren. Und was nicht die Schnittstelle betrifft, macht jeder, wie er will. Nicht auf die Art und Weise kommen wir um diese Problematik der Basisdemokratie herum,
weil dann immer die Frage steht, na, wer bestimmt denn das? Wir denken heute so hierarchisch, dass wir uns das nicht vorstellen können, dass Menschen einfach in dem einen Tal nach anderen Regeln leben als ein Tal weiter weg. Ja? Aber das muss es einfach geben. Das ist durchaus klar. Aber wenn sie sich jetzt am Berggipfel treffen, ja, und dort irgendwie eine gemeinsame Alm haben oder sonst was, dann brauchen sie für das eben eine gemeinsame Schnittstelle. Nicht? Brauchen sie eine Regel, wie das funktionieren soll. Und das ist nicht so schwierig, wenn es nur darum geht. Psychologische Netzwerke, es gibt sehr witzig, also Bildungsbürger im Allgemeinen werfen wir oft vor. Ich habe keine Ahnung von Psychotherapie, nicht? Und das ist ja gesetzliche Regel, das ist sehr schwierig und das ist alles sehr teuer und das kann man nicht bezahlen, die ganze Bevölkerung, weil sie mit 70 Jahren gesagt haben, Psychotherapie eigentlich für alle oder so. Sehr witzig, aber die das machen nicht. Ja, wirklich die Psychologen, die Kompetenzen, haben wir sofort zugestimmt und gesagt, ja, das ist immer genauso. Ne? Und Geld gibt es eigentlich sprich kaum. Ja? Wenn wir etwas tun mit den Fähigkeiten, dann machen wir das einfach, weil die Zahlen irgendwo in den Computer eingehen, bitte. Ja, das ist nicht wirklich unsere Sorge. Und die Gesetze, und wir die aber brauchen wir nicht, die machen wir dann auch selber. Ne? Also Geld und Gesetze sind wirklich nicht die Hindernisse. Bitte denkt immer dran. Ja? Wenn die guten Ideen da sind und der gute Wille der Leute, einfach zusammenzuarbeiten, dann ist das Geld nicht relevant, das sind die Gesetze. Ja? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Gut, Spiritualität. Ist ein großes Thema. Bitte, ob man an irgendein höheres Wesen glaubt oder nicht, spielt da jetzt weniger eine Rolle, aber dass man sich selber als geistiges Wesen zumindest begreift. Ja, dass man erkennt, dass es nicht nur drei und vier Dimensionen gibt, sondern da haben auch die theoretischen Physiker schon unglaublich viel darüber geschrieben, dass es auch höhere Dimensionen gibt. Wie es dann dort oben zugeht, eine Dimension, dann kann man nur spekulieren. Das werden wir mit unserem drei-, vierdimensionalen geprägten Verstand sicher nicht zu entdecken. Aber das heißt nicht, dass man das nicht in einer Meditation oder sonst wie einmal so quasi in Erleuchtungszuständen einmal, ja, eine Ahnung wenigstens davon kriegt. Ja. Und das, so einen Weg, einen spirituellen Weg zu gehen, ist wirklich sehr wichtig. Warum? Weil man sich damit vom Materialismus befreit. Der Materialismus ist eine Sucht, nicht eine Abhängigkeit von bestimmten Substanzen, von Objekten, von Gegenständen und der Gipfel in der Vorstellung, ich bin selbst zu einem Objekt. Und das ist ganz, ganz schlimm. Damit ziehen wir uns alle nach unten, damit enden wir alle in einem Nullsummenspiel. Wir glauben, wir müssen umkommen, wenn wir den anderen was wegnehmen. Das ist das falsche Denken und damit können wir in Wirklichkeit auch nicht glücklich werden. Was kann jetzt jeder von euch und jede von euch tun? Und zwar sind Vorschläge. Ja, wir können darüber diskutieren gerne und kommt noch mehr dazu oder was weg, je nachdem. Der erste Schritt, glaube ich, ist wichtig, dass man bei sich selbst anfängt. Die eigene Wahrnehmung etwas bewusster zu machen, die eigene Kommunikation ein bisschen bewusster zu machen, Argumente besser auszuhalten, auch wenn andere sozusagen einem etwas vorwerfen oder so, die Anschuldigungen, immer wieder hinterfragen, wie reagiere ich darauf. Ja? Wir gehen auf keinen Fall in eine Eskalation hineingehen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich sammle die meisten Erfahrungen am Flüchtlingstisch auch bei meiner eigenen Familie, sehr lustig, ich habe eine Tochter. 16 Jahre, einen Sohn, der ist 13, und da spielen sie natürlich die Szenen nach, wie man sich vorstellen kann. Ne? Also die Sprachmuster sind schon vorgegeben. Ne? Sagt er was, sagt sie was, manchmal reicht schon einmal ein Blick, und warum hast du so geschaut und so weiter. Und jetzt ist dann immer wieder auch, Papa, ne, Papa, von denen erwartet man, disziplinier doch, ne? Schau doch, mach was und mach was gegen den und mach was gegen die. Wie komme ich eigentlich dazu? Ne? Warum muss ich jetzt der Richter sein, ne? Weil sie nicht miteinander können? Ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich bin da total anti-autoritär. Eine Frau in einer Klosterschule, die versteht es auch nicht. Sag doch nicht was. Ich fand es sehr lustig. Aber ich sehe es auch sehr lustig. Naja, und da gibt es jetzt verschiedene Sichtweisen. Es gibt verschiedene Sichtweisen. Die eine Sichtweise sagt, es hat der Schuld, das ist ein Begriff, den ich gar nicht mache, aber es hat der Schuld, Gott, das ist immer leicht, wenn man das macht. Es hat der Schuld, der anfängt. Ja, der Erste, der es irgendwie auf den anderen hinhackt, der gehört irgendwie gemaßregelt, diszipliniert, sonst irgendwas. Naja, ich habe noch einen anderen, eine Alternative. Ich sage, ja, aber wenn jetzt einer so aus sich rausgeht, nicht, man einen verletzt oder was Schlechtes macht und dann beleidigt, dann hat man immer noch die Möglichkeit, als Betroffener, das anders zu interpretieren. Ich kann auch auf dem Standpunkt sein, jetzt als Angepatzter sozusagen, wenn ich sage, okay, der, die hatte sich jetzt nicht im Griff. Ja? Aber das ist für mich noch lange kein Grund, dass ich jetzt zurückschießen muss. Ja? Ich dachte es mit Humor, ich tue sowas, hätte ich nicht gehört. Ja? Denn in Wirklichkeit ist das für mich ja auch eine Chance, mich in Beherrschung zu üben.
Das ist ganz klar, wenn ich jetzt wieder zurückschieße, was dann passiert, ist logisch. Ja? Dann hat nämlich der andere einen Grund, wieder weiter zu schießen. Und wenn wir beide jeweils einen Grund haben, ich, weil ich als erstes angegriffen wurde, ja, und mein Widerpart, weil ich dann zurückgeschossen habe, ja, dann ist die Eskalation vorprogrammiert. Aber wenn ich in der Situation sage, es stört mich einfach nicht, ich trainiere das einfach auszuhalten und mich geistig abzulenken und, wichtig, trotzdem guter Laune zu bleiben. Das ist das Schwierigere dabei. Das ist eine Übungssache. Ja. Trotzdem gut aufgelegt zu sein, obwohl ich da jetzt so negativ geschossen werde, dann kommt es zu dieser Eskalation. Das ist nämlich wichtig. Ja. Denn die Eskalation entsteht ja immer daraus, dass beide einen guten Grund haben, auf den anderen loszuschießen. Und ich glaube, dass das schon auch eine Begründung sein kann für dieses alte Wort, wenn dich jemand schlägt, dann halt ihm auch die andere Backe hin. Okay. Ja. Ja, zeige, dass du es einfach aushältst, ja, und dass das für dich kein Grund ist, ja, mit gleicher Münze das heimzuzahlen. Das ist sehr wichtig. Es könnte ja auch sein, dass durch diese unerwartete Reaktion bei dem, der sich jetzt nicht im Griff hatte, bei dem Auslöser, eine Reflexionsprozess einsetzt. Man sagt, hoppla, ja, der gibt sich jetzt noch mehr Blöße als vorher. Hm, was habe ich eigentlich gemacht? Das ist auch nicht schlecht, weil dann kommt es zu einem Lernprozess, einem Veränderungsprozess. Also, Literatur, wenn ihr schaut, ich habe hier angegeben den Link der Literaturtipps, das sind unglaublich. Unglaublich, also ich kann sagen, die letzten 15 Jahre, was ich dann gelesen habe, ungefähr ist da rum, das ist wirklich ganz, ganz umfassend. Und über diese Bücher sollte man auch das Umfeld informieren, die Familie, die Freunde, und sagen, hallo, da gibt es etwas, ja, einen Stammtisch irgendwo. Einfach darüber reden, weil Freizeit kann man ja dann insbesondere in dem Kontext auch sinnvoll verbringen. Dann die Entwicklung von Zivilcourage, Bürgerprojekte im Bereich Gesundheit, Ernährung, Schule, Nachbarschaftshilfe, das sind alles Baustellen unglaublicher Größenordnung. Also gerade Schule, wenn man zwar schulpflichtige Kinder hat, das ist einfach unglaublich. Wenn ich kurz erwähnen darf, der Herr Robert Moser ist auch hier, ja, lieber Robert, das ist der Autor des Buches Miteinander Bürger gewinnen, der macht genau das, ich habe schon sehr viel von ihm gelernt und werde Ende des Monats auch mehr von ihm lernen, hoffe ich, bin ich sicher. Also, könnt auch dieses Buch geschaffen, Miteinander Bürger gewinnen, ganz hervorragend, ja, damit man sieht, was heute alles schon passiert. Es ist ja eigenartig, dass es in den Medien nicht so gedacht wird, aber ich nehme an, das hat ja auch seine Gründe. Gut. Was auch sehr wichtig wäre und für uns hilfreich ist, eine Erstellung einer schwarzen Liste des alten Systems. Habe ich schon oft gesagt, macht euch einfach eine Liste, welche Fehler dürfen uns in einer besseren Gesellschaft nicht mehr passieren. Ja, was nervt, was ist mühsam. Wenn man das alles zusammenschreibt, zusammentragt, dann kann man bei der Planung und bei der Erstellung des neuen Systems daraus lernen. Die Dokumentation von Missständen, die es heute gibt, das Setzen von Aktionen zu ihrer Änderung. Zum Beispiel, es ist klar, diese verkürzten Verwendungsdauern der Produkte, das Blend Obsoleszenz, nicht? Anlagebetrug in verschiedensten Spielformen, haben wir nicht notwendig, absurde Gesetze, nicht? Bestimmungen, die den Leuten eigentlich nur im Weg sind, etc. Da könnt ihr euch auch in Online-Gruppen organisieren. Es muss nicht nur Facebook sein, ja? Im Gegenteil. Nicht? Es gibt Blogs, es gibt Foren, es gibt Wikis, es gibt so viele unterschiedliche Dinge und wer vielleicht mit ein paar Freunden gerne programmiert, der kann sowas auch selber entwickeln. Ich bin mir absolut sicher, dass wir im Zuge dieser Entwicklung jetzt ganz neue soziale Netzwerke erleben werden, als wir sie heute haben. Ja, das wird also nicht das Gesichtsbuch sein von einem verklemmten Studenten, ja, der hübsche Mädchen haben möchte, ja, zumindest für vielen glauben darf nicht, so ein Studentwerk. Aber ja, ich halte das schon für durchaus glaubwürdig. Sondern da werden sinnvolle Dinge auch entstehen. Selbsthilfegruppen Betroffener, zum Beispiel Menschen, die gesund wurden, mit Therapien, die ihnen auf der Schulmedizin nicht wirken sollten, beispielsweise. Reparaturen von Dingen, wo man angeblich sagt, man braucht einen Experten, muss es irgendwo einschicken oder sonstiges. Ersatz teurer durch billige Lösungen, Ersatz synthetischer Stoffe durch Naturprodukte, importierter durch lokale Produkte, ja, Lernen von Fremdsprachen, anderen Fertigkeiten. Da gibt es so viele Dinge, ja, die man einfacher mit bestimmten Kontakten gemeinsam lösen kann, dass es sich ein anderer Lebensstil entwickeln wird. Wichtig ist auch, dass wir Leute mit ins Boot holen, die heute am Rand der Gesellschaft stehen. Ja, weil denen macht das Leben keinen Spaß. Und den Spaß können sie aber finden, wenn sie integriert sind und wenn man ihnen zeigt, wie wertvoll sie in der Gesellschaft eigentlich sein können. Damit meine ich Frührentner, Immigranten, Arbeitslose, Abbrecher und Aussteiger von Kursen, von Berufen, was auch immer. Man ist heute in bestimmten Situationen sehr, sehr schnell an den Rand gedrängt in der Gesellschaft. Und wenn man jetzt dieses alte
soziale Anspruchsdenken noch in sich hat, ja, dann wird man in einen Teufelskreis gezogen. Weil man dann immer unglücklicher wird und man kommt sich immer sinnloser vor. Ja, und am Schluss traut man sich nicht einmal mehr laut reden, ja, und versteckt sich am liebsten die ganze Zeit. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe und die Fähigkeit und das Wissen dieser Menschen ist dann womöglich wirklich verloren. Nächster Punkt, Recherche im Bereich verbotenes Wissen. Wissensmanagement, das ich also seit dem Jahr 2000 an der Uni Linz vortrage, da habe ich ja begonnen, so in diese Materie einzuarbeiten. Und wenn man sieht, dass Nietzsche zum Beispiel ein Buch über verbotenes Wissen geschrieben hat, und unser Liesmann von der Wing-Uni ebenfalls ein Buch über verbotenes Wissen, dann muss man sich schon die Frage stellen, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich, wenn es verbotenes Wissen gibt. Was ist das? Was kann man sich da nicht vorstellen? Ein verbotenes Wissen. Das sind eben die Dinge, die Machtstrukturen gefährden und umso wichtiger ist es, dass man sich darüber informiert. Das ist natürlich jetzt nicht ein Wissen, wo ich sagen kann, das ist hundertprozentig richtig oder das ist hundertprozentig falsch. Das sind Vermutungen, das sind Meinungen, ja? Das sind Aussagen Beteiligter und so weiter. Aber es erweitert den Horizont und man muss eine eigene Meinung bilden zu diesem Thema. Nur dann haben wir eine aufgeklärte Gesellschaft, die sich wirklich selbst organisieren kann. Wichtig ist die lustvolle Entfaltung durch begeisterte Mitarbeit im Schwerpunkt der eigenen Interessen. Man macht so eine kleine Inventur, was ihr am liebsten macht. Ja? Schaut, was davon kann für euer Umfeld nützlich sein. Organisiert euch ein Kooperationsnetzwerk. Wir werden dann auch im Zuge einer Nachhaltigkeitsuniversität Wissensbanken für verschiedene Anwendungsbereiche erstellen, damit das, was heute wenige wissen, in Zukunft immer mehr wissen und sich die Menschen damit selbst helfen können. Und diejenigen unter euch, die am Schluss jetzt das Mitgliedsformular, den Beitragsformular ausfüllen und lernen, haben eine Chance bis zu 25. vom 21.06. bis 24.06. dieses tolle Seminar von Robert Moser mit zu besuchen, um einmal eine Einführung zu erleben in Möglichkeiten, wie man Bürgerprojekte gestaltet in Kooperation und wie man dort in den Konsens findet. Das ist sehr wertvoll für uns und das sollte für die Leute von Human Way sozusagen zum zentralen Wettbewerbsvorteil, wenn man den Begriff überhaupt noch verwenden werden im Vergleich zu den Leuten aus anderen Parteien, dass wir sagen, wir unterstützen die Selbstorganisation und den Freiwilligen. Ja, das waren aber wie gesagt nur Vorschläge von mir, die zur Diskussion anstehen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bin jetzt für alles bereit. Was, wo wir uns kennen von der Vitalakademie? Genau. Von der Vitak? Ja, genau. Ich war doch nicht der Finanzmann. Ja, ja. Wir werden beginnen natürlich in der Deutschsprache, werden aber versuchen, die wichtigsten Informationen einmal auf Englisch offen zu haben. Und was sehr wichtig wäre, meiner Meinung nach, dass wir im nächsten Schritt erledigen sollten, das wäre in den Sprachen der Länder, die die größten Probleme haben. Also Griechisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch. Das wäre dann der nächste Punkt. Zumindest das ganz kurze Programm. Und auch, davon haben wir jetzt noch gar nicht begonnen, da können wir bei der Diskussion noch weitermachen, Alternativen zum Geldsystem. Nicht, damit die Menschen kooperieren können, auch wenn Banken nicht mehr funktionieren. Das ist der entscheidende Punkt. Die Menschen sind momentan im Kopf blockiert.
wenn die Bank nicht funktioniert und wenn mein Konto leer ist oder im Minus, dann sind die Menschen paralysiert. Ja, dann tun sie einfach nichts. Und das ist das Schlimmste, nicht? Weil die Not entsteht nicht aus dem Minus am Konto, sondern daraus, dass die Menschen nichts mehr tun, nicht mehr miteinander kontrahieren. Das ist so unfair. Ja, bitte. Die heutige Veranstaltung nennt sich Kick-Off-Veranstaltung. Ja, genau. Sehe ich das richtig, dass wir heute wirklich zum ersten Mal uns getroffen haben? Es war nie was vorher. Doch. Eben. Es wurde bereits gegründet, es gibt bereits 16 Mitglieder. Ja. Sondern eben. Das ist jetzt der Kick-Off, bevor wir die Website erstellen, bevor wir im September eine Pressekonferenz machen. Gut, Zusatzfrage, wie hält man mit Ihnen Kontakt, ohne dass man jetzt sofort die Mitgliedschaft ausfüllt? Über meine Website. Okay. franzhörmann.com, ja. Und da steht dann auch eine E-Mail-Adresse von mir. Und auf Facebook kann man sich auch mit mir freuen. Ja, ich mache das deswegen, weil ich früher weggehen muss. Okay, ja, dann bitte für die, die das jetzt dann früher weggehen müssen, weil ich sage noch kurz die Mail-Adresse dazu. Das ist franz.hoermann, O-E-Doppel-N am Schluss. Und dann ans zweite N, ohne Leerzeichen, eine Zahlenkombination, 1960 0323@gmail.com. Also 1960 0323 ist mein Geburtsdatum. Bei Franz Hörmann gibt es auf Gmail leider schon zu viele. Ja, @gmail.com, genau. Weitere Fragen? Also der Lukasches Geldsystem, das Geldsystem, was ich kenne, hat eigentlich immer nur was mit Verlierern und Gewinnern zu tun. Richtig. Und jetzt, was ist das Geldsystem? Ja, eben. Nicht? Das, darum habe ich auch gesagt, demokratisches Versorgungssystem, Produktion, Verteilungssystem. Geld, wie wir es heute haben, als Zahl, die immer im gleichen Ausmaß ins Plus geht und ins Minus über die Doppelbuchhaltung. Das ist ja im Kern das wirkliche Problem, das wir haben. Die wenigsten haben das verstanden, dass wir die Probleme nicht hätten, wenn wir die doppelte Buchhaltung verwenden würden. Ein wirklicher mittelalterlicher Relikt, absolut nicht einzusehen, warum das noch gibt. Wir könnten genauso gut, wenn wir das Geld noch haben wollten, eine reine Cashflow-Rechnung verwenden, also nur Zahlungsströme machen. Und Vermögensgegenstände gar nicht bewerten. Ja, wenn ich was kaufe, ist einfach das Geld weg. Da würde ich den Gegenstand, den werde ich inventarisieren, schreibe ich auf, wie muss ich den in Stand halten und so weiter. Aber was dann für den Gegenstand notwendig ist, das sehe ich dann alles erst über den Finanzplan. Das ist deswegen nämlich so interessant für mich persönlich, denn so Mitte der 80er Jahre, kurz nach Ende meines Studiums, ich war auf ganz junger Assistent an der WU, war im deutschen Sprachraum. Wirklich, das letzte Schrein Rechnungswesen, das finanzplanorientierte Rechnungswesen. Alle haben dort gesagt, wir brauchen die doppelte Buchhaltung. Wir müssen nicht eine Bilanz zum 1.12. erstellen mit diesen fürchterlichen Bewertungsfragen, die ja nichts anderes immer sind als vorweggenommenes Geld. Wenn ich also irgendwas habe, Urlaubvermögen, Anlaufvermögen, dann ist das irgendwo ein Cashflow, der hoffentlich in der Zukunft kommt. Oder nicht. Ja? Und das ist die ewige Krux der Bewertung, die eigentlich keiner gelöst hat und die so auch nicht lösbar ist. Und da haben wir gesagt, das macht ja gar nichts. Ja? Wichtig ist ja nur, was leiste ich, was muss ich tun und wann kommen dann meine Zahlungsflüsse. Und wenn ich das nicht am 31.12. betrachte, ne? Also nicht quasi auf einen Punkt bezogen, sondern am Zeitstrahl und dann da sage, wann geht was ein und was aus und ich mache das mit all meinen Geschäftspartnern, ist es ja wesentlich transparenter, besser nachzuvollziehen und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann hat mich eigentlich ja jahrelang darauf gefreut, ich gesagt, hurra, endlich kommt das, dann sind Computer ein bisschen leistungsfähiger und dann kam das Internet und ich habe von Jahr zu Jahr darauf gewartet und gesagt, ja, wann kommt denn das jetzt denn? In der Theorie wissen wir, das ist ideal, ja, warum macht es denn keiner, das selber zu machen, ne? Und dann bin ich ganz plötzlich mit der Nase drauf gestoßen, warum? Na, weil sonst die Geldschöpfung nicht funktioniert. Wenn wir das wirklich so hätten, ja, wie entsteht denn das Geld? Na, als Buchungssatz in der doppelten Buchhaltung. Ja? Also aus dem Grund kann man es nicht abschaffen. Ne? Also das ist das absolute Hersehen, die zu kommen. Da freut man sich auf eine Cashflow-Rechnung und sagt, das ist Cash, das ist Geld. Ja? Und dann macht man die Entdeckung, aber die Buchhaltung können wir nicht abschaffen, weil sonst haben wir keine Möglichkeit, wie es überhaupt entsteht, unser liebes Geld.
muss ich ja dann schon auch jetzt ein bisschen den Kopf zerbrechen drüber, wären Geld wirklich diese werthaltigen Atome, diese Einzelteilchen, dann wäre es doch absolut naheliegend, um nicht zu sagen zwingend, dass alle diese Teilchen ID-Nummern hätten, Seriennummern, damit ich sie nachvollziehen kann, wo sie gehen, ja? Von wem zu wem. Also bitte, wir haben unsere persönlichen IDs, Sozialversicherungsnummer, Führerscheinnummer, ja? Das mutet man uns alles zu, ja? Laufend, permanent, PIN-Codes, ja? Überall bin ich ein anderer, brauche eine andere Nummer. Aber die werthaltigen Einheiten sind alle anonym. Und da gibt es dann zwei Kategorien, die natürlich Banknoten, ja? Das sind diese Scheine mit Seriennummern. Also die Münzen haben keine Seriennummer, ja? Und die Beträge am Girokonto haben auch keine Seriennummer. Und dann haben wir noch einen Hybriden, das sind die Geldwerte, die irgendwo im Rechnungswesen stehen. Zum Beispiel der Wert einer Immobilie. Ne? Ja, das ist dann zwar auch eine Zahl mit einem Eurosymbol dahinter, aber das ist sicher kein Geld, hat sicher keine Seriennummer, was ist denn jetzt dann eigentlich? Und in dieser Dualität, ja, in diesem Nebel zwischen was ist wirklich Geld, was ich angreifen kann als Cash, was ist Geld, was ich nicht angreifen kann, aber es ist wenigstens auf eurem Konto, und was ist nicht einmal das, sondern nur ein geschätzter Wert von etwas, was gar kein Geld ist und vielleicht auch nie Geld werden wird. Diesen leiten Bogen, ja, ist natürlich alles möglich. Von Missverständnis zu Bewertungsfehler zu Betrug. Ja. Und das Schlimmste ist, dass man das im Einzelfall nicht so schön auseinanderhalten kann. Denn je größer die Geldbeträge werden, desto einfacher ist es, einen Betrug als Bewertungsdifferenz darzustellen. Wenn man natürlich genau mit dem Gewinn oder einem Bruchteil des Gewinns, den man damit persönlich macht, genau die wichtigsten Kapazitäten dafür bezahlt, dass man das so darstellt. Ja. Und dann macht natürlich eine Kontrolle, eine Aufsicht oder was gar keinen Sinn mehr. Und ich persönlich muss ehrlich sagen, ich halte es auch für ein Unglück, dass man das Geschäftsleben in diese zwei Reiche zerteilt hat. Also in die Wirtschaftswissenschaften und in die Rechtswissenschaften. Weil damit ist das Ganze zu einem dialektischen Spiel geworden. Denn wenn mich jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre ein ganz ein böser Betrüger, ja, im Wirtschaftsleben, wenn mich jemand auf der rechtlichen Seite angreift, dann nehme ich mir sofort einen Wirtschaftswissenschaftler, der mich verteidigt. Ja? Irgendein wirtschaftliches, ökonomisches Modell. Und wenn ich wirtschaftlich angegriffen werde, habe ich sofort einen Juristen, der mich verteidigen kann. Ja? Also das ist in dieser Polarität zwischen den Rechts- und den Wirtschaftswissenschaften kann man also immer, ja, dort Zuflucht suchen, wo man nicht angegriffen wurde. Ja? Und das macht es zunehmend. Und es kommt nämlich als drittes mittlerweile auch noch die IT dazu. Ne? Man sagt, aha, das ist aber jetzt in SAP und wann ist denn das gebucht? Und übrigens ist das die, da hat man da wieder ein paar Ausreden. Diese verschiedenen Spezialdisziplinen wird es immer einfacher, Betrug als etwas anderes darzustellen. Ja? Oder Fahrlässigkeit, nicht? Oder was auch immer. Also diese rechtlichen Geschichten machen immer weniger Sinn. Und das ist für unser Wirtschaftssystem und auch für das Vertrauen der Menschen, dieses System, ist das einfach nicht mehr aushaltbar. Bitte sehr. Mich interessiert wie hat Frau Kammermeier die zukünftige oder derzeitige Mitglieder zu versichern, so viel das überhaupt möglich ist, ja, dass sich keine Machtpyramide oder Hierarchie innerhalb dieser Partei bilden. Und wenn es man in dieser derzeitigen Politik als Partei zeigt und wie einstieg in der Parlamentschaft, wo sind die Grenzen von den Kompromissen, die Kümmer mal angehen will, sodass sie keine zukünftige Wähler von Kümmer mal nicht verarscht führt, dass er seine Stimme bei meiner Wahl einfach umsonst in ein sinnloses System gegeben hat. Ich habe eigentlich vier Fragen in die Land. Wir werden Zeit genug haben, ja, für alle. Ist mir wichtig, dass heute alle Fragen geklärt werden. Gut, ich kann da jetzt nur meine persönliche Meinung dazu sagen, meine Einigung dazu. Ich glaube, dass wir in einem konventionellen Wahlkampf, wie wir es bisher gehabt haben, wahrscheinlich gar nicht mehr gehen werden. Ich glaube, das System wird sich jetzt in einer bestimmten Dynamik zerlegen, dass man froh und glücklich sein wird über alle Leute, die bereit sein werden, einfach mitzuhelfen, die Gesellschaft irgendwo aufzufangen, dass man gar nicht sagen wird, wir machen jetzt Nationalratswahl und dann verteilen wir irgendwelche Sitze. Ich glaube, dazu wird es nicht mehr kommen. Aber Machtpyramiden lehnen wir grundsätzlich komplett ab. Warum? Weil wir gesehen haben, dass Machtpyramiden in der Gesellschaft nicht sehr taugt waren. Das hat meiner Meinung nach, also von meinem wissenschaftlichen Standpunkt her, das lehne ich komplett ab,
Das hat mit Information zu tun. Weil die, die in der Machtpyramide ganz oben sitzen, die sich als die Mächtigsten begreifen, das Dumme ist, die wissen über den Zustand im System, ja, an allen Punkten im System, am allerwenigsten. Ja, das ist auch ein Stichwort, die Transparenz. Wie weit behalten die Kümmerei die Transparenz zugänglich? Wir werden alle unsere Diskussionen, Beschlüsse etc. ins Internet stellen, streamen. Ja? Also jeder wird das in der Öffentlichkeit erfahren, was sozusagen hinter den Kulissen abgeht. Gar keine Frage. Und das, was mir persönlich stört im Moment, weil ich derzeitig politisch bin, was hat vor, irgendwie, wie wird jemand, sagen wir in Anführungszeichen, bestraft, wenn ihre Bestrafung zu stark geworden ist? Ja. Wie wird er ihm aufmerksam gemacht, dass er seine Vertrauen und Stellen mitgebaut hat? In der Partei selber? Ja, in der Partei oder das, was in der Politik im Moment ist, die Lage mit den fehlenden Gesetzen und keine sich unbestraft fühlt und deswegen so viel möglich ist. Ja, der grundsätzliche Ansatz, da sind wir dann beim Geldsystem bzw. bei diesem Informationsnetz, mit dem wir uns organisieren werden. Da habe ich also die Vision, den Vorschlag und versuche das auch mit Softwareleuten umzusetzen, dass wir sagen, erst, wir schauen einfach, wie Menschen kooperieren, wie sie immer kooperiert haben. Der erste Punkt ist, sie machen einen Plan. Ja, ein Mensch sagt, ich möchte etwas produzieren, da braucht jemand was und ich habe das und in irgendeiner Weise stelle ich das zur Verfügung, kriege eine Gegenleistung von dem oder von einem anderen, ist jetzt egal. Also macht sich einen Plan. Der nächste Punkt ist, er muss mit anderen Leuten zusammenarbeiten, mit Lieferanten, Kunden, wie auch immer und muss Pläne abstimmen. Das heißt, sie machen dann einen gemeinsamen Plan. Und wenn sie zustimmen, diesen gemeinsamen Plan entsteht alleine durch diese Mitübereinstimmung gesetzlich und rechtlich ein Vertrag. Und aus diesem Vertrag, der dann geschlossen ist, ergeben sich dann zwangsläufige Prozesse. Was müssen die Leute tun? Welche Leistungen und Gegenleistungen fallen an? Und unser heutiges Problem ist, dass wir da sehr viele Medienbrüche haben. Nicht als erstes habe ich meinen Plan im Kopf und in der heutigen Kultur bedingt es oft, dass ich meinen Geschäftspartner meinen Plan gar nicht offen auf den Tisch lege. Ja, weil so bestimmte Teile vom Plan lasse ich lieber weg und so. Ne? Ich sage dir nur, was er wissen muss. Und das ist schon mal der erste Punkt. In unserem System, das wir jetzt angehen, liegen diese Dinge alle transparent, natürlich nicht für Gott und die Welt, aber für alle Vertragspartner auf. Und wenn die alle zugestimmt haben, dann erzeugt einfach diese Datenstruktur, die ich jetzt Vertrag nenne, vollautomatisch die Prozesse, ja, und die Timetables, damit die dann kommunizieren können und das auch ablaufen. Dann gibt es ja immer noch höhere Gewalt, es passiert irgendwas, mit dem hat keiner gerechnet. Dann sind die Schlagarten wieder in der Verhandlungsstufe, verändern den Vertrag und machen dann einen Vertrag wieder weiter. Ja? Also unser Problem heute ist, Verträge liegen irgendwo in der Rechtsabteilung, ja, keiner weiß, ob der Vertragspartner überhaupt die gleiche Version vom Vertrag hat. Ja? Dann gibt es irgendwo Belege, die schwirren irgendwo herum, die werden irgendwo verbucht und bis das dann in der Kasse ist, ja, oder sonst irgendwo. Ja, 100.000 Zuständigkeiten und das alles ist ein Wirrwarr. Und wenn man das System aber so macht, dass man sagt, wie entsteht Vertrauen? Ich sage etwas, alle stimmen zu und dann handle ich danach. Dann ist es ganz klar, dass ich das aus heutiger Sicht technologisch in die gleichen Datenstruktur hineinlege. Und das gilt dann für Human Way, also das würden wir im ersten Schritt ja selber verwenden. Wenn es da ist, dann den Mitgliedern zur Verfügung stellen für die Selbstorganisation und dann sind alle, die auch nicht bei Human Way sind, herzlich eingeladen, da einfach das auszuprobieren, uns zu melden, was verbesserungswürdig ist etc. und damit wir uns so sozusagen am eigenen Haarsopf aus dem Sumpf rausziehen, aller Münchhausen. Das ist der Punkt. Und Transparenz ist da absolut gewährleistet, weil jeder, der Teil dieser Datenstruktur ist, jeder, der Teil des Vertrags und des Plans ist, sofort sieht, was alle anderen tun, dann muss er auch zustimmen, damit ein Vertrag entsteht. Also eine hundertprozentige Transparenz, ganz klar. Aber bei okay. Ja. Missbrauch, hat er genannt. Missbrauch oder Konsequenz. Ja, aber Missbrauch, dazu müsste es eine Gelegenheit von Missbrauch geben. Es ist ganz klar, jemand kann lügen. Und glaube ich, kommt das nicht. Es ist schwer möglich. Also in dem System, das ich gerade beschrieben habe, ist es sehr schwer möglich. Ich würde am ehesten vorschlagen, dass wir einfach ganz normale soziale Kontrolle verwenden. Das heißt, in dem System, wie heute bei Facebook, wird halt jeder so sein Profil haben. Jeder sagt, das habe ich getan.
mit diesen und jenen Partnern, das waren gewissermaßen die Projekte, da können Sie sich erkundigen, was ich mache. Wir können auch meine Projektpartner fragen, ob die mit mir zufrieden sind, etc. Und wenn jetzt die Projektpartner bei einem Menschen sagen, mit dem sind wir nicht zufrieden, ja, der hat sich nicht an die Verträge gehalten, der hat sich zu viel angelogen, hat betrogen, etc., dann machen die ihre schwarzen Punkte und dann wird es in der Zukunft einfach schwieriger haben, mit anderen Partnern neue Verträge abzuschließen. Das ist im Prinzip ganz leicht. Ja, also ich glaube, dass hier einfach das menschliche Regulativ, ja, der Gemeinschaft völlig ausreicht. Wenn wir sagen, pass auf, besser dich, wir lassen dich jetzt eine Zeit lang nicht mitspielen, ja, und dann weißt du uns in irgendwelchen Projekten nach, dass du doch wieder ehrlich sein kannst und dann nehmen wir dich wieder mit, glaube ich, ist das Beste, was wir machen können. Aber das ist, kommt mir ein bisschen wie, genau wie in diesem Erkannt, wo die eigentlich der Markt von selber regulieren sollte und alles auf natürliche Weise liegt. Und kommt mir. Nicht realistisch. Das wäre deine Idee. Warum? Ja. Das wäre deine Idee zum Beispiel. Möchtest du Strafe in die Gesetze haben? Ja, wir müssen natürlich anfangen, ne, jeder bei sich selbst. Aber es ist eine große Herausforderung, wenn man allein auf Lokallebene in Wien die Vielschicht betrachtet. Von der Putzfrau über Arbeiter, über Angestellte, Leute, die nichts wissen, oder oben für Fachmänner, Leute, oder Manager, die sich einbilden, dass alles wissen. Allein auf dieser Ebene ist es extrem schwer, auf lokaler Ebene. Und das, was weltweit passiert, und ohne diese Welt, wenn wir immer noch hier einen grünen Insel haben, die Wüste rundherum wächst und die Berge von Leiche wächst auch täglich. Und irgendwann ist schon hier. Ich verstehe jetzt, was du meinst, und ich glaube, eines sagen zu können, Manager und Politiker, die eben am ehesten heute das System ausgenutzt haben, werden wir in dieser neuen Gesellschaft in diesen Rollen nicht mehr haben. Werden sie einfach nicht mehr brauchen werden. Ja, Lorenz, wenn die Gesellschaft sich ohne diese sozialen Rollen organisieren kann, wenn wir sagen, ich brauche, ich habe mir das als Student schon gedacht, immer, das ist sehr, sehr spannend. Es gibt ja in der Organisation gibt es zwei Arten von Organigrammen. Das eine ist ein Ablauforganigramm. Das ist irgendwie notwendig und klar, weil ich habe einen Engpass, ich muss die Tätigkeiten koordinieren. Dann haben wir immer logisch ein Ablaufdiagramm für Ablauforganisation, das brauche ich, weil dann muss ich ja irgendwie steuern damit. Und das andere war aber das Organigramm für die Aufbauorganisation. Und die Aufbauorganisation, wo mein Chef ist und dann die Abteilungsleiter nicht, und dann die Bereichsleiter, aber wenn man da Vorzug braucht, man das. Das ist die Machtpyramide der finanziellen Macht, die da hineinspielt. Und das ist das, was wir verlieren werden. Und das, was wir haben dann in Software, ist nur noch die Ablauforganisation und keine Aufbau. Weil was baue ich denn auf? Eine Pyramide baue ich auf. Also Aufbauorganisation werden wir keine mehr haben. Und wir werden diese Menschen, die heute Politiker und Manager und sonst was sind, dann halt, ja, wir werden sie umschulen. Die werden dann in anderen Rollen eigentlich vielleicht noch sehr wichtig werden. Die können psychologisch unterstützend sein, die können mit dem, was sie bisher erfahren haben an Wissen, das können sie dann sinnvoll weitergeben. Es wird viele, viele Möglichkeiten geben, auch für die, dass die glücklich und wertvoll in dieser Gesellschaft tätig sein werden, aber nicht mehr in den Rollen, die sie heute haben. Denn wir sind nie gegen Menschen. Wir sind nur gegen Rollen, gegen soziale Rollen. Weil sie in ihren Rollen gar nicht glücklich, die meisten. Also Top-Manager, ich weiß das von vielen Top-Managern, Warum sind die so gierig? Weil die meisten, die heute auf Vorstandsebene tätig sind, ihre eigenen Bezüge als Schmerzensgeld empfinden. Es sind diese sinnlose Tätigkeit. Ja? Und das, was sie mir alles aufhalten. Ja? Und dafür kann ich nie bei meiner Familie sein. Und ich sehe das aber, wie meine Kinder groß werden. Ja? Und gibt es für Schmerzensgelder Obergrenze? Na, da kann ich das machen. Dann müssen wir eines nicht vergessen. Diese Top-Manager, die Vorstände, die kennen meistens auch die Eigentümer der Unternehmer, die bei weitem nicht ihre Bildung und ihr Wissen haben, ja, die ihnen aber Vorschritte machen und sie auch finanziell unter Druck setzen können, ja, und definieren, wie viel sie verdienen dürfen. Und das ist ja ganz logisch, dass sich die jederzeit auf Kosten der Eigentümer bereichern, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, wenn sie sagen, der ist eigentlich außer geizig. Überhaupt nichts, hat keine Ahnung, er beutet andere nur aus, ich muss für ihn die Arbeit tun und man bezahlt aber noch dazu zu nehmen. Dieses Principal-Agent-Konflikt hat ganz andere Ursachen als das, was im Lehrbuch steht. Das sind echte Rollenkonflikte, das man so braucht.
von Kleinanlegern ist da noch gar nicht die Rede gewesen, nicht? Die dann über den Tisch gezogen werden. Keine Chance. Ja, keine Chance, dieses System kann nicht funktionieren. Nur bei Treffern. Ja, bitte. Sorry? Ja, bitte. Ja, ich habe mich das doch grundsätzlich ja gefragt. Ich habe mich gefragt. Also wir haben ja Schuldner und Gläubiger, ja? Im heutigen System. Im heutigen System. Und wir haben Schulden und Glauben. Ja? Schulden und Glauben haben wir auch. Also ich will aber nur sagen, ich frage grundsätzlich, ja, aus dem anderen Grunde, weil ich einfach glaube, das System, wenn ich Schulden habe, das stimmt nicht. Wenn ich Schuld habe, das stimmt nicht. Ich habe nur das falsche Opfer gebracht. Wenn ich eine Kartoffel pflanze, die wird mehr. Wenn ich Geld pflanze, das wird weniger. Oder eben, ich muss Schulden machen. Ja? Also ich kann nur bei dem Geld. Das funktioniert nur so. Aber wenn ich jetzt wirklich aus diesem Kreislauf raus will, ja, dann muss ich anfangen, mich schuldlos zu fühlen, mich auf Augenhöhe mit anderen zu fühlen. Und das kann ich aber nur auf Herzensebene. Das kann ich nicht, wenn ich von dem anderen was haben will. Sondern wenn ich fähig bin, dem was zu geben. Ja? Also wir kommen in eine ganz andere Ebene rein, wenn wir fähig sind, für den anderen was Gutes zu tun, ja? Weil wir einfach einen Überschuss haben an positiver Energie. Ja, was machen die Leute im Internet? Die verschenken ihre Zeit an andere, ja? Wenn sie nicht durch ACTA gebremst werden. Ja, ich sag ja, da ist einfach der Ansatz, dass auf der geistigen Ebene was passiert, ja? Nicht nur hier, überall. Weil da sehe ich den Ansatz für mehr Miteinander auf Augenhöhe. Augenhöhe heißt einfach auf der Herzensebene. Richtig. Ich mag den, ja, deswegen, oder ich mag die Frau, deswegen tue ich was dafür. Und deswegen ist sie begeistert. Und nicht, weil ich von der was will, ja, dann läuft sie weg. Ganz ja, oder dann Stalker. Ja. Nein, das stimmt schon. Und das ist auch das Interessante, wieder im Wissensmanagement. Wissen ist bekannt. Wissen ist etwas, das mehr wird, wenn man es weggibt. Und das ist, es gibt einen holländischen Professor für Wissensmanagement, den Kollegen Andriessen, der hat einen Aufsatz geschrieben in einer Zeitschrift, den ich meinen Studenten dann immer in die Hand gedrückt habe. Und der Artikel heißt Stuff or Love. Ja, also Stoff, Materie oder Liebe. Und er hat gesagt, da wir ja nicht wissen, was Wissen ist, kann sich jeder seine eigene Metapher, sein eigenes Modell machen, was er unter Wissen verstehen will. Hat er mit Leuten in Abteilungen und Unternehmen, die ein Wissensmanagement-Problem haben, hat er gesagt, einmal stellen wir uns jetzt vor, Wissen wäre Wasser. Ja, und Wasser kann ich in einen Kübel geben, ja, wenn ich es einem anderen gebe, mache ich es nicht mehr, ja, ich kann es ausschütten. So. Also wir lösen jetzt ein Wissensmanagement-Problem und nehmen die Metapher, Wissen ist wie Wasser. Ja, wenn ich es weggebe, habe ich es nicht mehr und es wird weniger, wenn wir einmal noch haben, diese Dinge halt noch. Und dann sind wir zu einer bestimmten Lösung gekommen. Und dann hat er gesagt, zweiter Durchgang, jetzt stellen wir uns vor, Wissen wäre Liebe. Ja? Wenn ich es weitergib, dann haben andere auch was davon, das wird bei mir nicht weniger. Ja? Also das ist eben diese geistige Sichtweise, ja? Wissen als Liebe. Und sie sind zu einem ganz anderen Lösungsansatz gekommen, klarerweise. Ja? Ganz klar. Und das ist aber jetzt der ganz entscheidende Punkt, das ist die Freiheit der Menschen, der menschlichen Gruppe. Ja? Wir können uns unsere Metaphern, unsere Modelle, unsere Vorstellungen selbst wählen. Und wenn wir das einmal erkannt haben, dass es da draußen nichts und niemanden gibt, der uns die Denkmodelle vorgeben kann, ja, dann sind wir frei und dann gestalten wir unsere Welt. Und dann werden wir sehen, dass nämlich eines nicht der Fall ist, was uns die Politik heute einreden will. Das stimmt nicht, dass in einer Gesellschaft von lauter freien Menschen zwangsläufig die Freiheit immer zulasten anderer gelebt wird. Wirklich freie Menschen, ja, die machen keine anderen Menschen unfrei. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil die Freiheit an sich ein Wert ist, ja, für einen Menschen, der wirklich frei denkt. Das ist ein wichtiger Punkt. Der ist nämlich dann geistig, weil Freiheit für ihn das höchste Gut ist, schon aus dem Nullsummenspiel draußen. Dann würde ich nie seine Freiheit zulasten der Freiheit eines anderen ausgeben. Ja, das ist, wenn man es begriffen hat, und zu fühlen, ist das einfach so. Okay, natürlich. Über der Nächste. Bitte. Ich freue mich sehr, dass die Bühne da mit der Freiheit sind, nicht da abwechselnd zu bisschen laut gehabt? Ja, ja. Ja. Wo soll Humanweg für dich? Human Way. Human Way? In einem Jahr sein, wo willst du in einem Jahr sein? Naja, also ich werde sicher
kann einer Software sein und einen Bürgern, die das verwenden, werde ihnen das erklären, werde helfen, dass sich die Gesellschaft eben organisiert. Es werden sehr, sehr viele Leute dann auch schon ihren Raum der Wissen auf dieser Plattform zur Verfügung gestellt haben und es wird auch ganz rege weiterentwickelt werden, vor allem wenn wir die ganzen jungen Menschen aus den Schulen befreien, naja, dass die sich selbstbestimmt entwickeln können. Weil die haben unglaubliche Fähigkeiten, wenn man ihnen nur die Zeit gäbe. Wir haben momentan die Zeitdiebe. Das ist einfach unglaublich. Die werden am Vormittag bis am Nachmittag eingesperrt in eigenen Räumen, ja, von der Gesellschaft ausgeschlossen und dann so viel mit unsinnigsten Hausübungen zugeschüttet, dass sie bis in der Nacht sitzen und keine kreative Minute mehr haben. Das ist lächerlich. Das ist schlimmer als bei irgendeinem Industriearbeiter, ja, was sich da in den Schulen abspielt. Und dann, und das ist überhaupt das Schlimmste, dann sind viele Lehrer nicht einmal in der Lage, ihnen das so zu erklären, wie sie es selber wieder abprüfen wollen. Und dann kommt man auf die Eltern zu und sagt, und jetzt zahlt ihr euren Kindern Nachhilfe. Warum soll man jetzt als Elternteil Nachhilfe bezahlen, nur weil die Lehrer versagen und das System versagt? Ich meine, gut und schön für die Nachhilfelehrer, die können sich wieder was verdienen. Ja? Aber das, man sieht ja sofort, dass das wieder ein System ist, ja, das Einkommen über Defizite erzeugt. Und jeder, der an irgendeiner Stelle im System versagt, schafft automatisch wieder für einen anderen Einkommen, der das versucht auszulösen. Ich weiß jetzt eigentlich nur noch, dass es die Nachhilfe für die Nachhilfelehrer gibt. Ja? Das muss auch irgendwann noch kommen. Darf ich? Entschuldige. Du musst das ein bisschen. Ja. Danke, ich hoffe, die war der Nächste. Ja. Ich wollte zuerst eine Bemerkung machen. Machst du jetzt? Okay. Was? So. Nein, ich wollte zu ihm noch sagen, ja. Weil er gesagt hat, was passiert da, Gehälter und so weiter. Ja. Warum betrügt jemand oder wie immer? Weil er sich Vorteile verschaffen will. Oder wenn der Grund wegfällt, also, es fällt ja sofort auf, nicht? Wenn jemand sich über Gebühr Vorteile verschafft, nicht? Und dann stellt er das sofort auf. Nicht? Das geht ja nur jetzt, weil im System erscheint das gerechtfertigt. Nicht? Nachher hat das... Ja, aber wir haben eine kurzfristige und mittelfristige Etappe. Ich rede von der kurzfristigen Etappe und die mittelfristige. Ich meine, wenn irgendwann das System... Es gibt sicherlich eine Übergangsphase, nicht, aber die Vorteile, die sind ja meistens nur im Geld, bestehen die in irgendeinem fiktiven Betrag. Und was ist denn der Wert des Ganzen? Ne? Das hat ja keinen Wert, das ist doch nur unsere Bereitschaft dafür zu arbeiten. Nicht, ne? Das kann jemand so viel Geld haben, wenn ich keinen Finger rühre für den, ja, ist das alles wertlos. Und wenn wir das begriffen haben, ne, in der Gesellschaft, wird die Diskussion beendet. Ich würde ja empfehlen, für eine Übergangsphase, also wenn jetzt dieses System nicht mehr tragfähig ist, nicht wieder auf ein anderes Geldsystem umzusteigen, sondern auf ein Gutscheinsystem. Denn in letzter Konsequenz muss man sich ja denken, was wird denn mit Geld heute gemacht? Sagen wir mal, 90% der Bevölkerung, die ich liebe, verwenden es wirklich, um Güter und Dienstleistungen zu erwerben. Also das ist auch etwas Positives. Denn dafür brauchen wir ein Instrument. Und was dann sonst noch mit dem Geld gemacht wird, ist Korruption, Erpressung, ja, alle möglichen Dinge, die negativ sind. Die negativ sind. Wenn wir aber jetzt Gutscheine haben, die in dem Moment, wo sie ausgegeben werden, wieder verschwinden, weil die mit der Einlösung einfach weg sind, dann haben wir nie wieder ein Problem mit Geldmenge, mit Geldumlaufgeschwindigkeit, mit Inflation und Deflation. Ja? Dann nehmen wir uns auch nie wieder gegenseitig was weg, weil ja jeder weiß, wofür er seinen persönlichen Gutschein bringt, den er auch nicht tauschen kann. Ja? Er kann sich auch schon im Vorhinein aussuchen, was er haben will. Ja? Ein 20. von einem Haus, ja? Oder ein halbes Auto, ja? Oder was weiß ich, ein Urlaub. Und genau dafür gilt dann sein persönlicher Gutschein. Und weil wir ja dann sehen, dass wir auf einmal in den Dingen selber zu denken beginnen und nicht in dieser Zwischengröße Geld, die nach irgendwelchen komischen Regeln angeblich mehr wird, aber immer nur, wenn wir anderen was wegnehmen, wie eine doppelte Buchhaltung, ne? Gibt es diese ganzen Betrugsmöglichkeiten dann nicht mehr, die Missverständnisse nicht mehr. Und damit beginnt eine natürliche Gesellschaft sich zu entwickeln, die dann genau weiß, dass wir natürlich die Häuser und die Autos und was auch immer nur haben können, wenn wir alle zusammenarbeiten. Es gab Weltverbesserer, es gab Philosophen, es gab Religionsgründer. Wir haben alle Jahrhunderte gebraucht,
bis wirklich eine Weltkirche ausgeworden ist. Das heutige Wirtschafts- und Geldsystem, um einen Vergleich zu bringen, das machen Sie ja gerne in der Diskussion, Sie bringen irgendeinen Vergleich, was stimmt schon, nicht alles. Wenn man heute das Eisenbahnsystem anschaut, so kann man sagen, es gibt viel bessere Systeme wie die Eisenbahn. Das weiß jeder Techniker nicht, wenn sowas möglich ist. Wir haben die Flugzeuge und die Eisenbahn, aber ändern Sie das einmal. Und jetzt kommt die eigentliche Frage. Es gibt natürlich philosophische Ansätze. Einen ganz grundsätzlichen Ansatz, der so halb und halb angehört worden ist, der Egoismus der Menschen. Alle Religionen haben gegen den Egoismus, Ethik oder wie immer, gehandelt. Wie lange hat es gedauert, dass einer ein bisschen altruistisch mit der Vorkenner, sogar kennen sie, das Leben lang. Und die heutige Situation in der Wirtschaft hat ein System erzeugt, schlecht, wir wissen, sie haben es erzählt. Aber ohne die Änderung des Egoismus, ohne das Eingreifen einer Sanktion, hat es noch keine Religion zusammengebracht, auch keine katholische und keine sonstige. Und alle Systeme haben ihren Hatscher und auch die Kirche kann nicht, wie man sieht. Also, eines der grundsätzlichen Fragen, wie ist der Egoismus zu bekämpfen? Ohne Sanktionen, ohne Feindbilder. Sie haben selber gesagt, wir wollen keine Feindbilder und haben sofort Feindbilder aufgebaut, wie die Frage konkret geworden ist, welche Sprache? Na, Italienisch. Na, das ist doch ein Feindbild, das sind nicht doch Kassenbacher, die ihre Worte nicht halten und verlernen. Woher lernen wir Italienisch? Ja, sie reden es nur. Aber natürlich gibt es eine Einordnung in die Guten und in die Schlechten, die haben sie selber gemacht. Also ich will damit sagen, Ideale sind gut, sie haben viele angeführt, ich will jetzt nicht ins Inhaltliche gehen, ins Weltwesen. Ja, ich habe mal ein Seminar selber gehalten über das Weltwesen. Ich will mich heute also nicht mehr dazu äußern, ich habe noch viele Sachen nicht alles studiert. Aber die Frage allein, das Weltwesen zu ändern, die weltweite Eisenbahn auf einmal umzustellen, braucht ja Macht und braucht ja Hunderte. Meiner Meinung nach, wollen wir ja keine Religion gründen. Religionen haben ja Hunderte gebraucht. Wenn wir keine Religion gründen, schafft man es sicher schneller. Sie haben angefangen. Weil wir auch keine Barrieren einreißen müssen. Das würde zu lange dauern. Das wäre nicht in der Stadt. Ich bin für Egoisten. Egoisten sind mir genauso lieb und willkommen wie Altruisten. Jeder soll so bleiben, wie er ist. Aber die Egoisten sollten erkennen, dass es einen Unterschied macht zwischen kurzfristigem Egoismus und langfristigem Egoismus. Kurzfristiger Egoismus ist dummer Egoismus, weil ich dann in 2 Wochen möglicherweise tot bin, wenn mich keiner mehr versorgt. Aber wenn ich langfristiger Egoist bin und darauf schaue, dass im Garten noch was wächst, was ich nächstes Jahr essen will, ja, dann bin ich ein langfristiger Egoist und dann werde ich sehen, dass ich für mein eigenes Überleben auch mit anderen kooperieren muss und dann bin ich schon mit einem Bein im Altruismus. Und wenn man das vermitteln kann, dass man ja sowieso die Sichtweisen permanent verändern kann, dass es ja ein offener Geist und Bauern nennt, und dass man alle herzlich einlädt, um einfach über die Befindlichkeit zu reflektieren, geht das viel, viel schneller, als wenn wir sagen, wir brauchen Strafen, wir müssen andere überzeugen. Ja, Religionen haben ja wirklich schon gebraucht, weil sie ja spannenderweise das nicht besser begriffen haben. Ja, weil mit wirklicher Empathie, ja, mit wirklichem offenen Zugehen auf die Herzen der Menschen, hätten sie es besser gemacht. Der vielleicht einer der Beste wäre, der hatte die Religion leider nicht gegründet, auf den sich alle berufen. Nicht? Weil das hat ja ein anderer getan. Ich habe eine große Bitte, dass wir uns alle kürzer halten. Es sind nur noch 10 verschiedene. Er war vorher. Darf man den Film auch vorher dran nehmen und dann bitte. Ja. Bitte. Dann bitte ich mal Andrea aus dem Internet, gib dir mal das Wort und leg mal los.
Andrea, du bist dran, du darfst loslegen. Tja, da will sie nicht. Mikrofon ist noch stumm, Andrea. Bitte entstummen. Ja, jetzt. Bin ich jetzt? Ja, du bist da. Okay. Guten Abend, lieber Professor Franz Hörmann. Zu Ihrem Vortrag und zur Diskussion möchte ich auch noch mal ein paar Dinge erwähnen. Ich argumentiere hauptsächlich von der psychologischen Seite. Und was mich interessiert, ob Ihr System und Ihre Denkweise auch Verlierer in dem Sinne zulässt, also im Sinne des Sozialdarwinismus, wie wir es jetzt zurzeit haben, gibt es ja nun mal immer Verlierer und das ist eine ziemliche Ressourcenverschwendung, weil immer nur der bessere und beste Erfolg hat, der also auch von anderen als der bessere anerkannt wird. Und der etwas schlechtere wird aus dem System gedrängt, der hat aber auch etwas zu bieten, was von ihm nicht angenommen wird. Das ist im doppelten Sinne dann frustrierend. Also es müsste das System auch so sein, dass auch die Schwächeren überleben dürfen und leben dürfen, weil das ist einfach das Leben an sich. Das einmal dazu, ob das durch ihr System abgedeckt ist. Eine zweite Sache, was eben in der Diskussion aufgetreten ist, Empathie und Egoismus. Also nach meinem Empfinden gibt es den Egoismus in dem Sinne, wie er aktuell ist, nicht, weil er vielleicht systemimmanent ist. Wenn doch der Mensch etwas hat, möchte er es doch mit anderen teilen und dadurch vergrößert sich doch die Freude, wenn man eine Gemeinschaft aufbaut und für alle sorgt. Ist das ja eigentlich eines jeden, also ist doch Egoismus im Sinne von Freude für den Einzelnen, auch für die anderen Beteiligten Freude. So, das sind meine Punkte, die ich nochmal anführen wollte. Dankeschön, dass ich sprechen durfte. Danke, danke. Ich nehme ganz kurz dazu Stellung zu Schwachen und Starken in einer Gesellschaft. Human Way ist ein menschlicher Weg und wir wollen ein Menschenrecht auf Wohlstand in persönlicher Freiheit definieren. Denn unser heutiges Rechtssystem geht zurück auf römisches Recht und da gibt es nur Schuldrecht und Sachenrecht, aber kein Menschenrecht. Und wir beginnen mit Menschenrecht. Und das Menschenrecht ist ausgeglichener Wohlstand in persönlicher Freiheit. Ganz, ganz wichtig, das sollte die Grundlage sein. Wie man dann definiert, ob ein Mensch eine Stärke oder eine Schwäche hat, das ist in Wirklichkeit immer willkürlich. Und deshalb würde ich mich sehr darüber freuen und vorstellen, dass wir von Schwächen nicht mehr reden, sondern nur von unterschiedlichen Schwerpunkten. Ja? Denn dann werden die Menschen überall dort, wo sie sich vielleicht tun, was sie gerne machen, besser werden. Und das, was sie nicht so gut können, das müssen sie nicht. Ja? Das machen dann andere, die das eben sonst gut können. Also das einfach auf eine Skala zu bringen, damit es vergleichbar ist, ist unsinnig. Und das mit Egoismus, das ist das immanent ist und gar nicht die Menschen angelegt haben, das ist meiner Meinung nach, das sehe ich ganz gut. Danke für Ihre Frage. Darf ich den nächsten Kollegen? Ich hätte eine Frage an den Bachmann, weil ich bestimmte Dinge in diesen Wirtschafts- und Geldgeschichten noch immer nicht ganz kapiere. Ich kapiere nämlich nicht, warum dieses System dem nicht wirklich nachtrauern würde, aber warum es so weit kommen musste, wie es jetzt kam. Weil im Prinzip müsste es doch so sein, alte Hausmädchen und Milchmädchenrechnung, wenn ich nicht mehr ausgibt, als ich habe, kann mir eigentlich nichts passieren. Core hat gerade Androsch anno 70 ein ausgeglichenes Budget übergeben, Clinton hat Bush ein ausgeglichenes Budget übergeben, Estland im Augenblick schaut, dass nicht mehr ausgibt, als einnimmt. Warum funktioniert das nicht? Ich verstehe eines, dass ich in einem Zinssystem ein Wachstum brauche. Das nächste, was ich verstehe, warum kann dieses Wachstum nicht Art sein, warum muss es immer quantitativer Art sein? Warum kann das Wachstum nicht darin bestehen, dass ich statt immer mehr, was ich nicht brauche, die Verbesserung dessen gibt, was schon da ist, zum Beispiel ökologische Herstellungswege etc. etc. Irgendwo fehlt mir da ein Schritt zum Verständnis, warum es so weit kommen musste. Ja, also die Antwort ist eigentlich ganz leicht. Ich empfehle gratis sich herunterzuladen von meiner Website, das Ende des Geldes als PDF-Datei. Ausgeglichenes Budget übergeben bezieht sich immer nur auf das laufende Budget.
die Staatsschulden, die wir schon haben, sind von Anfang an da und sind noch nicht bezahlbar. Warum? Weil Geld als verzinste Schuld entsteht. Alle Geldscheine, die heute im Umlauf sind, sind Schuldscheine, für die wir alle Zinsen zahlen. Das heißt, wir haben das Geld nicht im Eigengrundzettel, sondern sie sind gewissermaßen nur gemietet von den Geldschöpfern. Und wir zahlen pausenlos Zinsen, damit das Geld im Umlauf ist. Und das ist einfach so ein Irrsinn von der Buchungstechnik her, weil eine doppelte Schuld in 1000 Euro entsteht durch einen Bankkredit. Private Banken erzeugen durch die Kredite Geld, weil das Geld, das sie nämlich verleihen, so nennen sie das, ja, hat vorher nicht existiert. Sie erzeugen eine Forderung an den Kreditnehmer, gleichzeitig bleiben sie ihm das Geld schuldig, eine Verbindlichkeit. Die Forderung wird verzinsen, die Verbindlichkeit auch. Zweimal verdient man an den Zinsen, aber sie stehen in Wirklichkeit entstehen bei 1000 Euro, 2000 Euro Schulden. Ja. Und das System kann sich überleben, das ist klar. Aber das traut sich keiner offen zuzugeben, kein Politiker und kein Banker. Sie verstehen es nicht. Viele verstehen es nicht. Aber die, die es verstanden haben, haben Angst. In der Tasche habe ich die Druckdruck die Nationalbank und die gehört doch uns, oder nicht? Nein, 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 das ist eben genau der Denkfehler. Also, das ist eine Schuldscheine verzichtet. Man nennt das auch Kreditverbindung. Jeder Schuldschein mit Unterschrift, Kreditkarten, wenn ich eine Rechnung unterschreibe, bei einer Unterschrift, ist der unterschriebene Schuldschein Geld. Da borgt mir niemand Geld für Zinsen. Das ist schon ein Zahlungsmittel. Unterschriebene Schuldscheine. Ursprünglich war das so, die Banken haben Zettel ausgegeben, die Depotscheine, das waren Schuldscheine der Bank. Die schuldeten das Gold, das bei der Bank in den Server. Und irgendwann ist den Bankern der geniale Coup eingefallen, dass sie gesagt haben, das drehen wir einfach um. Wir behaupten, der Kreditinter, dem wir den Zettel in die Hand geben, der schuldet uns was, ich schließlich für die drei Jahre Zettel fand. Und seit damals muss der Kreditnehmer Sicherheiten stellen, dafür, dass er wertlose Zettel von der Bank kriegt. Wir haben einfach die Bedeutung des Schuldscheins umgedreht. Und in so einem System kann Wirtschaft immer nur 70, 80 Jahre lang sein. Für mich, der nächste Kollege, du hast aufgezeigt. Ja. Ja, bei dem mit den Gutscheinen, ich meine, ich glaube schon an den Egoismus. Ja. Ich habe ja zumindest, und mir wird dann einfallen, dass ich vielleicht irgendwem so einen Gutschein ankaufe, der einen den braucht und den vielleicht irgendwem anderen weiterverkaufen oder leihen oder so irgendwas. Das sind ja keine Materialien. Also wenn man fahrt, die haben jetzt so ein System, desto mehr wird mir einfallen. Ja, ja, aber es ist rein elektronisch. Ja, es ist mit einer Sozialversicherungsnummer verknüpft. Und du Leute ja voll dafür. Und, ja, aber, du hast ja eines nicht vergessen. Du definierst ja, wenn du sagst, du willst deinen Gutschein, dann steckst du ja das hinein, willst du ja das, was du wirklich haben willst. Du willst ja ein Haus haben, du willst ja ein Auto, du willst ja den Urlaub haben. Ja, das willst du haben. Ja, das heißt, mit wem willst du jetzt was tauschen, wenn du eh das kriegst, was du willst? Ja, aber wieso der muss ja nicht zwangsläufig vernichtet werden. Oh ja, nein, das ist, wenn es elektronisch im IT-System ist, dann ist das so. Weil der nämlich bei der Bezahlung einfach ausgebucht wird, der ist dann weg. Den gibt es nicht einmal als Zettelangabe. Gibt es nicht. Ja, aber wann hier wenn es drauf? Du hast ihn ja nur am Konto. Er ist ja nur elektronisch. Und er kann nur von dir verwendet werden, nur zur Einlösung von dem, wofür du ihn Weil es jeder transparent sehen kann. Du siehst doch jetzt schon den Kamera aus. Nur lieber bitte, das wird jetzt schon lange nicht so diskutieren. Da können wir weiter drüber. Und Dame, es war kaum da. Bitte. Ich habe eine Frage, weil ich warum eine Bürgerplattform ist eine Partei? Ja, es ist eine Partei. Also rechtlich gesehen ist es eine Partei, gar keine Frage. Aber wir nennen uns Bürgerplattform. Was könnte man sagen? Man könnte sagen, Bewegung kommt nicht gut an. Nicht? Das haben die Freiheitlichen einmal irgendwann gemacht. Ne? Partei im klassischen Sinn ist eben parteiisch. Das wollen wir auch nicht sein. Ne? Wir wollen nicht gegen andere. Und darum ist Bürgerplattform ist irgendwie so ein Ort, wo man sich trifft, wo man Ideen austauscht. Ja? Das ist mir noch ein sympathisches Bild. Deswegen nennen wir das einfach Plattform, Bürgerplattform. Noch eine Frage, weil ich kenne mich ja schon lange
Ich verstehe auch das alles, das System ist auch mein größtes Anliegen und so weiter. Was ich nur fragen möchte, wie kommen wir schneller an mehr Publikum oder was wird jetzt konkret unternommen, um in die größere Menge Masse zu gehen? Weil ich meine, zum Beispiel die Piraten haben es super toll schon geschafft, in den Medien zu sein. Ich würde mich freuen, wenn wir das auch bald wären. Und wenn auch die Philosophie und so weiter mal endlich ein bisschen Thema mit den Reifen der Öffentlichkeit, was vor. Also es werden folgende Dinge passieren. Erstens, die Webseite kommt Anfang Juli. Da werden schon einmal sehr interessante Dinge oben sein. Auch Links zu anderen Leuten, die uns unterstützen. Zweitens, ich werde im Sommer auch nach Deutschland fahren. Dort größere Veranstaltungen, also Ansprachen halten, reden etc. Damit eben befreundete Gruppierungen und mit der Deutschen Demokratischen Partei. Vielleicht werden wir auch mit dir oder zu mir kommen, ja, und andere Leute. Also da werden wir schon ordentlich für sorgen, keine Frage. Und dann im September gibt es die Pressekonferenz. Und in der Zeit dazwischen könnt ihr natürlich selber auch jede Menge an Werbung machen und Leute rekrutieren. Es ist ja so, momentan versuchen die Medien, unsere Bürgerplattform, die CD, um das Ganze noch ein bisschen unter den Deckel zu halten. Das ist ganz logisch. Aber in dem Moment, wo sie sehen, es entgleitet ihnen dieses System, dann werden sie noch sehr froh sein, dass es Leute gibt, die sich mit Alternativen beschäftigt haben und die kommen zu kommen, wie sie viel später finden. Ne? Also, dass wir hier in Wahrheit ein großer Asset sind, ja, eine Ressource für die Gesellschaft, das wissen sie schon. Ja? Aber sie werden uns erst dann ganz groß in den Mainstream hineinbringen, wenn sie sehen, dass sie selbst keine andere Möglichkeit mehr haben. Die einzige andere Möglichkeit ist Unterdrückung und Gewalt. Und diese Unterdrückung und Gewalt, die sich bei der Bevölkerung sich nicht durchsetzen lassen, aus einfachem Grund, wenn die Bevölkerung mit Gefahren Zusammenhänge kennt, dann kennt es auch die Alternativen, die sie in Wirklichkeit haben. Und dann ist eben der alte Spruch von der Merkel, dass es alternativlos und von anderen einfach nicht mehr haltbar gibt. Übrigens, ich habe jetzt einen Tipps ausgeschnitten, also ausgerissen, Joschka Fischer aus Deutschland, schreibt genau das, was du sagst. Mittlerweile auch in den Medien ganz groß und waren genau dasselbe. Also, es gibt schon Politiker, die auch machen. Ja, auch genau. Das richtig, da gibt es auch. Ja, das bitte das. Aber die können sich nur bei uns anschließen. Und auf damit dann, das, also genau von denen gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass die, die sich mit dem System wirklich auskennen, ja, genau wissen, wo der nächste Zug abgeht und die springen dann alle gleich auf. Ja. Aber ich meine, die werden wir nicht als erstes einladen, um sie in eine Werbung machen. Aber das ist natürlich schön, dass sie da dabei sind. Aber es tut werde, würde ich sie auch verbinden. Kurze Stellungnahme zu der Dame. Ich weiß, einige mehr wissen, dass ich bei den Piraten war, dass ich mit Franz kennengelernt habe. Die Piraten gibt es ja 2006 in Österreich. Du schaust, wie lange es gedauert hat, bis die Medien wahrgenommen wurden, nur weil in Deutschland die Erfolge wurden. Nur dazu. Und dann, eines wird man nicht vergessen, es ist so eine erste größere Kickoff-Veranstaltung. Schaut mal, wie viele Leute das da machen. Das war nicht nur aus Wien, sondern aus ganz Österreich. Also, wir können das auch positiv sehen. Möchte nur dazu sagen, ich war früher auch einmal Leiter irgendwo im Fahndungsbereich tätig, war auch einer derer, die voll im Materiell waren. Habe dann aufgrund der Frustration irgendwann dem alten Parlament Ihnen auch irgendwie versucht, eine Mail zukommen zu lassen. Natürlich möchte ich mitnehmen. Ja. Habe mich ans Alpenparlament gewandt, habe denen gesagt, bitte schön, lasst mir was tun. Ich habe eine Gastmoderation leiten dürfen. Die spannend, die passt wieder daher, weil da geht es ums Thema die Entwicklung des Menschen und der Menschheit, weil die geht so spiralartig und da geht es um Ken Wilber, da geht es um John McIntosh. Das ist eine sehr spannende Geschichte, aber ich möchte, weil das auch für mich so positiv ist in dem Zusammenhang, weil die ganz Jungen, die ja gar nicht vertreten sind, da, die haben unglaublich das Potenzial. Und ich möchte eine Zahl sagen, weil da setzt sich jetzt jeden nieder. Alpenparlament derzeit hat eine Zugriffsrate von 80 Millionen Klicks, ja, im Jahr 2011. 8 bis 9 Millionen derzeit pro Monat. Das weiß kein Mensch von uns. Das wird nirgends erzählt. Und der Punkt ist einfach, man glaubt nicht, wie viel mehr wir eigentlich am längst sind. Das gehört einfach, diese Potenziale von der Netz, von der Plattformen.
und die Leute müssen untereinander kommunizieren können und schon. Ja, und das ist einfach für mich eine total positive Situation, weil wir uns einfach ein bisschen anders entwickeln. Ja, und einfach schon ein bisschen, ich sage mal, dieser Entwicklungsschritt, der in einem selbst passiert, passiert auch in der Kirche, passiert in Strukturen, passiert in Firmen, da sitzen überall Leute, die sich Fragen stellen. Ja, danke. Gerne. Okay, also, ganz kurz, also integrale Systemberater, NLP-Trainer und so, mit denen fokussiere ich. Das sind genau die Leute, die wir brauchen, weil das sind NLP zum Beispiel, sind viele Schreckfähigkeiten, das ist also so ein Missbrauch. All diesen Werkzeugen. Mit Werkzeug kann ich etwas sehr Gutes auch machen. Ich kenne NLP-Trainer, die haben von britischen Investmentbanken Aufträge gekriegt, also die Verkäufer zu trainieren. Ich kenne Leute, die kommen aus Deutschland, die wurden dann Freunde von mir, die gehen dazu, dass ein deutscher Politiker, das soll ich jetzt sagen, ja, programmiert. Ja, okay. Ja. Ich muss noch bitten, entschuldige. Ich bin ganz hinten, ich komme da auch. Gerne, weißt du. Ich komme dann später noch einmal. Ich habe auch selber eine NFP-Master-Ausbildung, ich weiß, was nur passiert, ja. Und das ist nicht nur zum Schlechten verwendet. Man kann so und so vermitteln. Entschuldige, ich wollte das nicht. Dann auf diesen Scheinwerten, die ja dargestellt sind, auf dem Geldschein und das ist Dinge nicht, und wir haben das Geld für den Grundschein. Für mich gibt es wirklich nur einen Nutzen. Also, wir sollten über die Kommunikation vielleicht einmal überreden. Wie können wir gegen diese Oberreligion, und das ist leider jetzt global das Geld, das ist eine Religion. Und man kann reden, mit wem man möchte, der auch nicht geht, ist ja nicht. Ne? Das ist diese kunstliche falsche Einstellung, weil ja niemand bereit ist, umzudenken. Weil er so ein bisschen sagt, er muss immer Miete zahlen. Und so ist es sozusagen. Das ist ja nicht. Ich habe den Erpressungs. Kollege, du hast schon lange. Ja, da bist du. Er ist schon lange aufgezeigt. Du bist da. Ja. Wahnsinn. Du musst mal aufzeigen. Ja, bitte. Der Wendepunkt oder Wendepunkt sein. Wovon? Wir untergraben unserem Branchensystem. Ja. Nein. Ich sehe das ganz anders. Wir untergraben hier nichts. Das System bricht zusammen. Richtig. Das tut es ganz von alleine. Naja, aber das geht nicht. Die versuchen, das System aufrechtzuerhalten, die machen in Wirklichkeit nichts anderes, als dass sie für uns Zeit gewinnen. Das sind unsere Freunde. Bitte vergesst das nicht. Aber sie haben die Macht. Naja, oh ja. Einige schon. Das sieht nur so aus. Die jetzt, wenn das wäre ein Verbrauch, wenn wir uns November, Dezember kommen, ja, ohne Krawall auf den Straßen. Ja, und ohne Schreien, Elend in Großstädten. Wenn wir das schaffen, bis November, Dezember, dann bedanke ich mich bei jedem Politiker. Ja? Richtig. Und wenn nicht, dann müssen wir vorher mit dem aktuellen Stand ein neues System machen. Ich würde sehr vorsichtig sein. Bitte, tut euch selber einen Gefallen und interpretiert da nicht zu viel hinein. Es ist richtig, dass ACTA und alle diese Dinge und die Idee, das Internet in den Griff zu bekommen, obwohl das rein technisch quasi geht. Ja? Man kann das nur in Teilbereichen und das geht nicht zu 100%. Aber bitte, natürlich ist das eine Agenda, eine sehr lange vorbereitete. Natürlich war das irgendwann einmal auf ihrem Plan, das zu tun. Nur, sie schaffen es ohne dies nicht. Ja. Und dass sie es jetzt gerade in Angriff nehmen, das ist, weil es halt auf der Agenda steht, das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt das System zusammenbringt. Das fällt sowieso zusammen, das wissen sie auch. Sie haben nur keine Alternativen, sie sehen keine Alternativen, als im alten System stur weiterzumachen, das, was auf ihrer Agenda steht. Ja. Das sind jetzt alles keine Böswilligkeiten, sondern das hätten sie sowieso gemacht nach ihrem Zeitplan. Ne?
und zusätzlich fällt das System auseinander und sie schauen sich um und sagen, was machen wir jetzt eigentlich? Und dann wird eines passieren, wenn wir immer mehr sagen, das, was jetzt auf der Agenda steht, hat keinen Sinn mehr. Es hat keinen Sinn mehr. Wir steigen aus, einige sind so clever und versuchen, ihre Spuren zu verwischen. Ja. Das ist etwas, was jetzt gerade sehr aktuell ist, ja, aus dem System raus. Ihr dürft ihr eines bitte nicht vergessen, warum werden denn die Banken überhaupt gehalten? Warum werden die Banken gehalten? Nicht wegen der Geldschöpfung. Das könnte eine Telekom auch machen. Aber das Bankgeheimnis, ja, ist deswegen so wertvoll, dass man genau weiß, die Personen, die von dem System als Drahtzieher im Hintergrund wirklich am meisten profitiert haben, und davor haben sie Angst. Davor haben sie Angst. Das heißt, wir sollten in Wirklichkeit, wenn wir jetzt sagen, wir verstaatlichen Banken zum Beispiel, ja, wir machen ein völlig neues System, dann könnten denen insofern entgegenkommen, als wir sagen, wir vernichten vorher alle Unterlagen. Geht raus, ja, verbrennt eure Brücken, ja, löscht alles raus, was euch wichtig ist. Wir übernehmen nur die Werkzeuge, die wir für das neue System brauchen und was bisher war, wollen wir gar nicht wissen. Damit könnten wir den Übergang sehr, sehr erleichtern. Obwohl wir gar nicht strafen. Zuerst ist noch her, du warst schon zweimal drauf und dann bist du. Bitte. Also, ich will nur ganz kurz die Funktionen wissen. Also, wenn das ist ja wirklich crasht, total, was können wir machen oder da gibt es irgendwelche Backup-Plans, was wir tun können oder sonst was. Was ist wirklich totaler Blinsinn kommen sollte. Genau. Also, der erste Schritt ist, dass man jetzt schon beginnt, vorsichtig, stufenweise sich in die Autarkie zu entwickeln. Das werden wir nicht zu 100% schaffen. Ja? Ganz klar. Aber je mehr man selbst machen kann, ja, was man im eigenen Garten oder im Blumenkistel anbaut, ja, wenn man jemandem hilft in der Nachbarschaft, der sich noch nicht auskennt, also diese institutionalisierte Vernetzung, ja, wenn man das hat und lebt, das ist dann mal ein erster großer Punkt. Darüber hinaus wäre es dann wichtig, dass wir einfach Einfluss auf die Massenmedien kriegen, um den Menschen einfach Folgendes zu erklären. Wenn ihr euren durchschnittlichen Lebensstil weiterfahrt, das heißt, ich gehe einfach in den Supermarkt, ich nehme mir einfach aus dem Regal, was ich am Wochenende brauche, und dann gehe ich hinaus und bezahle einfach nicht, dann werden wir im Supermarkt einfach das nachbestellen, was wir das nächste Woche brauchen, und es wird alles weitergehen wie normal, nur ohne Geld. Natürlich kann ich nicht auf die Idee kommen und sagen, jetzt haben wir kein Geld mehr, ich gehe in den Autosalon und hole mir jetzt einen Jaguar. Ja? Weil auf das ist ja sicher nicht vorbereitet, dass jetzt aus dem ganzen Bezirk alle Jaguars haben wollen. Ja? Aber wenn es nur um den normalen Lebensablauf geht, dann schaffen wir den, auch ohne dass wir diese merkwürdigen Gegenleistungen, diese symbolischen dabei haben. Ja? Und wir werden dann einfach nach anderen Kriterien steuern. Nach der Menge, nach der Qualität, nach der Lebensdauer, nachdem es eigentlich wesentlich relevanter ist als ein Preis. Ja? Und das ist ja auch dann der wesentliche Punkt für unser mehrdimensionales Informationsnetzwerk, dass genau diese Steuerungsinformationen das Wichtige sind. Ich habe auf YouTube so eine kleine lustige Animation von PowerPoint hochgeladen. Wer es noch nicht hat, kann sich das auf YouTube raussuchen. Das neue System mit meinem Namen. Und da habt ihr am Schluss die Idee, dass jeder Mensch seine eigene Währung hat in dem System. Kein Mensch macht noch eine Transaktion mit einem anderen Menschen. Ja, ich gebe dir was und ich muss von dir symbolisch Geld als Gegenleistung haben. Sondern jeder hat seinen Vertrag mit dem gesamten Netzwerk. Ja, ich leiste, solange ich kann, und werde vom Netzwerk nach meinem Vertrag belohnt. Und daher kann ich an jeden abgeben, egal ob der jetzt zahlungsfähig ist oder nicht. Ja, solange ich leisten kann, leiste ich an jeden. Und jeder bezahlt dann eben auch nicht mich, sondern auch wieder nach seinem individuellen Vertrag ins Netzwerk hinein. Weil jeder ein spezieller Mensch ist mit unterschiedlichen Fähigkeiten in verschiedenen Lebensphasen. Und das ist etwas, was bedeutet, dass wir ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem haben können, wenn wir jetzt schlau sind, das sich individuell an jeden Menschen anpasst und nie wieder ein System, wo wir die Menschen an ein System anpassen müssen. Und das ist der qualitative Fortschritt. Und diese Chance dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Ja? Das ist jetzt wirklich ein historischer Fortschritt. Wenn man erkannt hat, dass Geld abstrakt eine Benutzerschnittstelle ist zwischen einem Menschen und der Gesellschaft, dann sind Benutzerschnittstellen immer völlig individuell einstellbar. Und das machen wir einfach. Ja? Wir konfigurieren jeden Menschen seine Lebensphase, dass er glücklich ist
und dass er den größten Nutzen ins Gemeinwohl einbringt, bei seiner persönlichen Freiheit und Begeisterung. Entschuldigung. Das ist jeder Simulation. Das ist jeder Simulation. Ja. Er hat eine Simulation. Ich verstehe die Kleinen. Ich verstehe die Branche. Ich vertraue ihm auch so viel. Okay. Ich darf jetzt bitten, den Herrn. Kurz bitte, weil. Ja, ja. Mit den Zukunftsmodellen und die weiteren zu planen, es gibt mehrere Möglichkeiten, verschiedene, rein technische für Wertaufbewahrung, kommt mit Gutscheinen zu machen oder Punkte, egal wie. Das, was für mich und richtig ist, mit beide Füßen gebunden, ist diese Widerspruch. Wieso, wenn sich die Human Way traut und was so erste Probleme so direkt zu nennen, irgendwie freiwillig verzichtet von einem, sagen wir nicht für, oder einem Pionierrolle in der kommende Welle. Und wieso hat so wenig Ziele, woran liegt das? Personalmangel, Geld? Welche Ziele, wieso haben wir so wenig? Naja, so wie ich, wenn ich richtig verstanden habe, die Firma hat keine Pläne, sich bei der nächsten Welle an der nächsten Wahl zu beteiligen oder zumindest eine alternative Wahl zu organisieren und sagen, diese Leute sind nicht einverstanden mit eurem Theater. Wir werden auf der Gemeindeebene, als Staatsanwalt, wir werden überall versuchen mitzuspielen, das ist gar keine Frage. Ja, das machen wir auf jeden Fall, aber nicht im konventionellen Stil, nicht indem wir gegen andere antreten. Ja, wir sagen ohne weiteres, wir unterstützen zum Beispiel auch Kandidaten anderer Parteien, wenn sie mit Vision und menschlichen Weg dorthin übereinstimmen. Ja, also alle, die jetzt einfach das Gedankenbuch mittragen, werden von uns auch unterstützt. Also wir brauchen nicht Leute, die jetzt sozusagen den Mitgliedsausweis haben. Ja, genau, keine diese Dinge, sondern es geht nur um die Grundhaltung der Menschen. Nur ich persönlich glaube, dass, wie gesagt, 2013 eine Nationalratswahl im alten Stil nicht mehr stattfinden wird, weil wir 2012, 2013 so am Schnitt in solche Probleme kommen werden. Ja? Dass der klassische Parlamentarismus, wie wir ihn heute haben, nicht mehr funktioniert. Da werden wir wie mit der Feuerwehr, also von Ort zu Ort, retten müssen. Ja? Infrastruktur und alles Mögliche. Und da gibt es dann eben plötzlich andere Organisationen, die das erledigen und nicht mehr diese klassischen Vehikel, die wir in der sogenannten Demokratie heute haben. Entschuldige. Ja. Nur eine weitere Frage. Zusatz. Genau das ist es. Wollte ich mehr über die Pläne wissen, ja, wie der Human Way vorhat, diese 51% von der Mehrheit nicht der zu erreichen, dass es zu einer spürbaren generellen Änderung kommt. Genau. Unsere Idee ist es, dass wir das nicht über 51% für unsere Partei machen. Denn das würde wieder bedeuten, dass wir gegen andere agieren. Sondern unsere Idee ist es, dass wir die Leute überzeugen, die heute schon irgendwo drin sitzen, und dass wir auf diese Art und Weise die Mehrheit schaffen. Die Mehrheit, indem wir Menschen in den heutigen Systemen davon überzeugen, dass das wichtig ist und dass sie einfach diese Kosten übernehmen. Weil es geht uns nicht um Kosten, es geht uns nicht um Geld, es geht uns nicht um Macht. Es geht uns um ein anderes System. Und das entsteht in den Köpfen und in den Herzen und nicht über die Parteien. Ich habe nicht gemeint, die 51% von der Wahlberechtigten stimmen, sondern dass es nicht ihre Entscheidung unbedingt mit einem Konsens weitergeht, sondern mit einer großen Mehrheit. Das wollte ich wissen. Also ich habe jetzt eine Bitte, ja. Ich möchte jetzt eine kleine Ergänzung machen. Ja. Das ich eine Ergänzung noch an eine Frage, die mir bis jetzt gefehlt hat, was mir nämlich ein wesentlicher Programmpunkt ist bedingungslose Grundversorgung. Ja. Und wir, so, vorige Woche hat in Mödling eine Präsentation stattgefunden von der Tag Mödling, die jetzt ein Volksbegehren starten, sogenannte bedingungslose Grundeinkommen. Für mich ist jetzt die Frage erstens einmal, nämlich, das ist ein Baustein, der früher schon dazu gepasst hätte, um Kriminalität zu realisieren. Und wie stehen wir dazu? Unterstützen wir das? Wie verhalten wir uns dazu? Naja, beziehungsweise Grundeinkommen vom Grundansatz ist natürlich eine sinnvolle Idee, keine Frage. Aber es besteht die Gefahr, dass wenn man den Menschen wirklich Geld in die Hand drückt, 1000 Euro, 1500 Euro pro Person, und die Leute dann damit wirklich einkaufen gehen, das ist ein Inflationsschutz. Das ist das gewöhnliche Problem. Ja?
Das heißt, die bedingungsloses Grundeinkommen im klassischen System wäre nur dann sinnvoll für die Bevölkerung, dass eben die Kaufkraft für dieses Geld privat bleibt, wenn man gleichzeitig zumindest für bestimmte Produktkategorien die Preise reguliert. Wenn man sagt, dann werden die freien Preise wieder eingefroren. Die Unternehmer kriegen ja auch dieses bedingungslose Grundeinkommen. Und wenn jetzt die Nachfrage über das Angebot steigt, dann helfen wir ihnen sofort, möglichst schnell die Kapazität zu erweitern. Das sollte dann auch nach Möglichkeit nicht auf ihre Kosten gehen. Ja? Weil sie haben ja quasi über diesen Rechnungskreis des bedingungslosen Grundeinkommens zusätzlich über die Menge eine garantierte Nachfrage. Da brauchen sie nicht insgesamt die Preise zu erhöhen. Ja? Also das wäre eine Möglichkeit, wie man das im alten System regelt. Und natürlich wäre wieder in dem Fall meiner Meinung nach wahrscheinlich ein Gutscheinsystem intelligenter, weil ich mir dann diese ganze Preisregelung ersparen würde. Mit Preise sind mit Angebot und Nachfrage ein Verknappungssystem. Und deswegen brauchen wir es nicht mehr in einer besseren Gesellschaft. Das Finanzwesen. Ne? Ja. Ich möchte nur sagen, geht beim Finanzwesen, glaube ich, geht bei die Nahrung aus. Okay, das ist nicht dazu. Weiter zu den Gutscheinen, was ich mir gesagt habe. Da wurde ich angesprochen von Freunden von mir, wenn ich nach der Herkunft auf einen Lehrbild, was für eine Zeit da man kann. Okay, das ist okay. Also, ja, die dritte Geschichte, die ich erkläre, da geht es darum, die Software, die Sie da vorhaben zu machen, das ist so ein Universitär-Modus-Media, auf Basis Patente werden da eingefügt und freies Wissen oder freie Nutzung. Also wir haben Ich habe größten Ordnung, wenn Sie das nicht machen, weil wenn das professionell ist, also dann braucht es schon ein bisschen ein Know-how. Das ist nur der WU, sondern der TU, das ist auch ein Know-how. Nein, der jeder ist willkommen. Ja? Jeder, der machen will, ist natürlich herzlich willkommen. Aber wir haben ein paar Spezialisten, Prozessmanager, die also für die deutsche Art und Weise, die globale Rechnernetze erstellt haben, das haben wir geboten. Wir haben Kooperationspartner, die ein hochsicheres Rechenzentrum zur Verfügung stellen. Ja? Also wir haben Hardware-Software-Spezialisten und wir entwickeln mit einer Software von einer neuseeländischen Firma, die unter Aufsicht der Konzerne weltweit natürlich die Echtzeitsituation vor allem im Finanzbereich sehr haben. Nur in Europa kennt man vielleicht, nur in Amerika und in England und in Australien und in Asien. In der Bildungsseite, also die arbeiten im relationalen Objekt oder in den Datenbanken. Aber der Ansatz ist eben einerseits diese Software, die Wissen zur Verfügung stellt und zwar unmittelbar an den Netzverbraucher. Das ist der Punkt. Ja, natürlich. Ja? Das heißt, dort wird es keine Patente geben, dort werden keine Gewinne gemacht, sondern die Nachhaltigkeitsuniversität, die wir in Zürich akkreditieren lassen, in Kooperation mit ganz tollen Professoren dort, die hat genau dieses Ziel, Wissen zu entwickeln für den Endverwender, die Nachhaltigkeitsuniversität. Und das sind dann eben medizinische Methoden, die man selber gesund erhalten kann. Das sind geistige Entwicklungsmöglichkeiten. Das sind aber auch Methoden, wie ich zum Beispiel mit freier Energie mich vom Netz abkoppeln kann. Ja, mit Energie versorgen. Alles das führen wir dort zusammen auf einer Plattform und dann kann jeder etwas beitragen an Wissen und sich das andere Wissen abholen. Wie lange wird es dann dauern, dass es auch irgendwie Stellen gibt, die dann abgegeben werden? Das ist jetzt genau unsere Chance. Diese Stellen, die daran ein Interesse hätten, die befinden sich jetzt schon in einem Rückzugsgefängnis. Ja. Alle, die im alten System noch sozusagen Barrieren verteilen ja, und sagen, das muss ich unterdrücken, das, die sind jetzt schon auf der Flucht. Genau, genau. Und da bin ich auch ganz dafür, dass wir denen den Fluchtweg offen lassen. Ja, in aller Freundlichkeit nicht hinschauen. Ja, und nicht, und es ist verlorene Zeit und Energie, wir konzentrieren uns nur auf das Neue. Ja, wir bitten da und da hinten, weil dann irgendwo. Man hört immer wieder, das System, versagt. Also ich bin nicht gerade der Meinung, dass das System in irgendeiner Weise versagt hat. Es war halt nur mit voraus, es war nicht nur Tag. Die Masse für den Otto Normalverbraucher, im Südenreiter war ja dann gerade, es versagt gestern, sondern jetzt
beginnt eben das Umdenken, wo die Leute wirklich erkennen, weil jetzt auch der gesunde Westen, der bis jetzt immer ausgebeutet hat, schon langsam wirklich ausgebeutet wird und das gespielt. Also das System hat versucht, das war dann 12 Punkte. Okay, aber wenn man es so sehen will. Das ist auch nicht gemacht. Das ist jetzt nur sicher, ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, ich gehe im Konsens mit Ihnen, was das Geldsystem betrifft. Darf ich eines bitten? Human Way ist per Du. Ich gehe mit dem Konsens mit dem Geldsystem. Wie stellst du dir vor, aber was mit Eigentum passieren wird? Weil genauso wie es Geld nicht im Universum gibt, gibt es auch das Eigentum normalerweise nicht im Universum. Ja, das ist eben eine spannende Gelegenheit. Wenn man, ist spannend. Das ist Sozialpsychologie. Meiner Meinung nach ist das Sozialpsychologie. Weil Eigentum hat ja mehrere Dimensionen. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt eine Sache als, nur als Eigentümer verwenden will und andere von der Verwendung ausschließen kann und das auch vernichten kann. Nicht? Das ist so quasi gesetzliche Definition. Es geht ja darum, dass wir da auch unsere soziale Hackordnung, unsere Neidgefühle besser sein wollen als andere, dass wir da alles das hineinprojizieren. Und deswegen wird es wichtig sein, dass wir in Kombination, in der Kooperation mit kompetenten Psychologen an unseren sprachlichen Modellen, an unseren Denkmustern arbeiten, damit wir möglichst ohne großes Leid von den alten Mustern zu neuen Mustern kommen. Eigentum im alten Bild ist viel zu unausgegoren und zu grob. Wir haben quasi nur eine Idee von Eigentum und die stülpt man über alles drüber. Ich meine, wenn ich jetzt sage, diese Brille da ist mein Eigentum, ja? Wenn ich jetzt einen Anfall kriege, hau ich am Boden, steige drauf, dann ist das im Prinzip nicht viel passiert. Aber mit einem Auto, einem Haus oder was weiß ich, einem Container, mit dem dann Müll drin, kann ich wahrscheinlich so nicht umgehen. Dann muss man immer überlegen, welche Konsequenzen das hat. Und deswegen sollten wir anstelle von Eigentum, dieses Grobkonstrukt, das überall gleich ausschaut und gefährlich wird, wenn man es dann zum Beispiel auf ein Unternehmen, ein Unternehmen, würde ich sagen, ist ein soziales Netzwerk mit Menschen, die freiwillig aufgrund ihrer Fähigkeiten kooperieren. Und an diesem sozialen Netzwerk und den Menschen in Fähigkeiten kann gar kein Eigentum bestehen. Natürlich kann ich an Sachen Eigentum haben, ich kann an einer Maschine Eigentum haben, an einem Gebäude meinetwegen. Ja? Wenngleich man das dann auch spezifizieren sollte. Ja? Weil das ist logisch, dass wenn etwas mir gehört, dass in diesem Sinn, dass ich dann auch eine Verpflichtung habe. Also immer das nur als Recht zu sehen und nie als Pflicht, ist der nächste Punkt. Eigentümermissbrauch ist das Schlimmste, was wir in der Gesellschaft heute haben. Warum? Weil das Eigentum kommt als Idee aus dem römischen Recht und wir fahren heute noch auf diese Ideen ab, nur weil die Juristen so ausgebildet werden. Hat ja auch einen Grund. Wir haben ja dann letztlich auch das Problem, wenn einmal das Geldsystem verschwindet, ja, dass sich noch immer Leute konzentrieren und sagen, ja, aber mir gehören so und so viel Hektar Land oder so und so viel Besitz. Aber dann haben wir den Kommunismus. Nein, der Kommunismus ist eine ganz bestimmte historische Herrschaftsform mit ganz bestimmten Spielregeln. Und genau diese Spielregeln werden wir garantiert nicht mehr haben. Das ist ein ganz großes Problem, dass die Menschen jetzt schwarz-weiß nur diese zwei Varianten sehen und sie sehen keine Grautöne dazwischen und die ganze Farbspektrum sehen sie überhaupt nicht. Keine politische Idee und keine Bewegung, kein System ist genau gleich einem anderen. Und wenn ich die Fehler eines Systems auch schon kenne aus der Vergangenheit, dann ist es ganz einfach, die natürlich von vornherein zu vermeiden. Es sei denn, ich will das zum Missbrauch wieder haben. Wenn jetzt jemand aufsteht und sagt, die einzige Lösung ist Kommunismus und teilt die Parteibücher aus und ich bin der Chef, ja, und dann schätze ich aus der Familie gleich die nächsten Unterchefs ein, sondern dann ist klar, was gespürt wird. Das Eigentum. Naja, Eigentum. Eigentum meine ich, weil im Kommunismus gab es ja auch kein Eigentum. Vorsicht! Vorsicht! Die Direktoren, die volkseigenen Betriebe geleitet haben, waren die quasi Eigentümer und sind die jetzigen rechtlichen Eigentümer der gleichen Unternehmer. Also das war ja eigentlich nur eine Fassade. Der Kommunismus ist nur eine Fassade für das gleiche System der Oligarchie. Nennen wir es beim Namen. Wir haben rund um den Globus das gleiche System, Oligarchie. Und deswegen
passiert mir auch immer wieder das, was mir viele vorwerfen. Ich distanziere mich zu wenig von den Rechten und für manche zu wenig von den Linken. Ich kann es euch genau sagen. Ja? Weil das sind beides für mich nur erfundene Systeme. Ja? Und ich beschäftige mich nicht mit einem Gespenst, mit einer Illusion, die einfach die Oligarchie erfunden hat, damit wir pausenlos aufeinander einhacken. Das ist der wesentliche Punkt. Es gibt ein Problem, das ist rund um den Globus das gleiche und das sind Oligarchien. Ja? Und da bitte reichen wir uns die Hand, quer über alle ideologischen, religiösen und sonstigen Grenzen hinweg, dieses System gibt es zu verhindern. Und daraus hält man es gar nicht auf mit was ist rechts und was ist links. Das ist ja Zeitverschwendung. Eine Wortmeldung noch und dann werden wir das Essen bestellen. Okay, geht da weiter. Zwei Wortmeldungen noch, das ist Essen. Essen können wir, weil sonst die Küche. Ja. Meine Frage wäre, wie diese Ausschüttung oder dieses Farbspektrum für Eigentumsübergang ausschauen kann im Bereich von Immobilien und Eigentum, was jetzt, sagen wir mal, die österreichische Bevölkerung seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten gewohnt ist, in Richtung Erbe und in Richtung Weisergabe. Weil wenn ich jetzt so untersehe, 2012, 2013, es käme dazu, dass Geld nicht mehr da ist, es käme dazu, dass das getauscht wird, so wie es gesagt worden ist, Richtung einfache Lebensmittel und so weiter. Bei Autos ist es schon schwieriger, geschweige denn bei Wohnmöglichkeiten. Also werden die Personen dann gezwungen, das, was sie jetzt geschaffen haben, aufzugeben in Form von Erben und Weitergabe von Immobilien und Wohnungen und Grundstücken? Oder? Also, woran ich denke, und was ich versuche zusammen eben jetzt mit Psychologen und mit Technikern auszuarbeiten, weil wie gesagt, Psychologen möchte ich dort haben, wo man zum Beispiel über die Änderung bestimmter Worte, bestimmter Begriffe zu geistiger und körperlicher Gesundheit kommt. Dort möchte ich diese Methode auch dazu verwenden, vom Eigentumsbegriff und von der Sucht und vom Materialismus loszukommen, durch die Veränderung der Begriffe. Ja. Bei Eigentum und so, da schlage ich Folgendes vor. Das, was der heutige Wert ist, der rechnerische Wert in der heutigen Währung, von diesen Billionen, was auch immer, das kann man sofort diesen Menschen in neu geschaffener, aber ohne Schuld, in neu geschaffener Währung auf einem eigenen Rechnungskreis zur Verfügung stellen. Dieses Geld wird sich aber im neuen System nicht mehr verzinsen. Das wartet dort einfach, in bestimmten Rechnungskreisen ausgegeben zu werden. Für das, was man dann eben kaufen kann. Lebensmittel, Urlaub, Kfz, was auch immer wir dann haben werden, das können Sie dann ausgeben. Da leben Sie dann eine Zeit lang lustig davon. Und in der Zeit, bis Ihnen dieses Geld dann sozusagen ausgeht, haben Sie sich in die Gesellschaft eingebracht und werden genauso vom Haben dann zum Sein sich weiterentwickeln. Also ich möchte jedem Menschen im alten System den gefühlten Lebensstandard erhalten. Nur denen, die ganz unten sind, möchte ich natürlich im unteren Drittel oder was auf einmal gleich einmal so viel geben, dass sie zumindest in die Nähe der Mitte kommen. Ja? Und die, die ganz oben sitzen, die sitzen ja auf irrsinnig viel Zahlen, die reine Illusion sind. Also wenn die sagen, ich brauche im Sommer die eine Villa und im Winter eine andere und vielleicht irgendwann eine Segeljacht, bitte, dann soll ich das beäugen. Darum geht es überhaupt nicht. Es ist natürlich sinnvoll, wenn Sie sich vom Eigentumsdenken wegentwickeln und sagen, es wäre schön, wenn ich die Yacht wenigstens selber steuern könnte. Ja? Dass ich nicht einfach eine Crew brauche und sonst gar nicht weiß, was die Crew hat oder so irgendwie. Ja? Dass es sich weiterentwickelt. Aber gefühlte Lebensstandard, also was ich selber verwendet haben will, jederzeit. Aber Mieten zu kassieren in Menge von Leuten, die sich das immer weniger leisten können, ist nicht notwendig, denn der gefühlte Lebensstandard, den haben Sie im neuen System trotzdem, ohne dass Sie alte andere abkassiert müssen. Was wäre mit Personen, die jetzt 5 oder 10 Immobilien haben oder Eigentumswohnungen haben, die würden quasi die Kaufkraft der Miete noch so lange als Gutschrift erhalten, ohne dass andere sie zahlen müssen, bis sie im neuen System durch ihr Sein und ihr neues Denken sich diesen Wohlstand auf andere Art und Weise erwirtschaften. Ganz einfach. Also ein freundlicher Eingewöhnungsprozess. Darf ich? Desto mehr Einsicht geführt hat, es ist Eigentum umgeschichtet worden, es sind viele verarmt,
Es ist viel zugrunde gegangen. Erste Frage. Das, was Sie andeuten, schaut nach Revolution aus, anders geht es nicht, obwohl Sie davon ganz das Gegenteil sagen. Aber effektiv ist es Revolution. Revolution ist schlechte Evolution aus meinem Verständnis. Das ist eine Frage. Die zweite Frage, Christen haben nie Einsicht gebracht, haben rechts oder links gebracht, haben Zerstörung gebracht, haben, wenn sie so wollen, Extreme gebracht. Und haben andere an die Macht gebracht. Aber die Macht ist geblieben und sie haben nirgends von der bestehenden Macht überzeugen, sie haben Einsicht verwandt. Aber Einsicht gegen Macht sind den kürzeren und den allermeisten Fällen. Das war meine erste Sache, die Religionen verlangen Einsicht durch Jahrhunderte. Und die Macht spürt selbst in den Religionen mehr Rolle als er. Also Macht und Revolution. Es kommt uns jetzt eines zu Hilfe. Macht hat sich bei den bisherigen Krisen nur deshalb retten können über die Krisen hinweg, weil die Krisen keine systemischen globalen Krisen waren. Es hat zum Beispiel in den Wirtschaftskrisen, wenn wir denken an die 30er Jahre, die 70er Jahre, die frühere Krisenart, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, wurden ja die Diktatoren in Europa beispielsweise von amerikanischen Industriellen finanziert. Görlitz, Geldgeber der Macht. Immer die gleichen Familien, die gleichen Konzerne haben sie Diktatoren gezahlt. Egal, ob das in Russland war, in China, in Jugoslawien oder in Deutschland oder in Italien. Ja? Das ist ganz egal. Die Gelder kamen immer aus der gleichen Gruppe. Wenn aber jetzt genau das Machtinstrument, nämlich das Geld, nicht mehr funktioniert, dann gibt es auch diese Macht nicht mehr. Und dann setzt sich das erste Mal in die Macht des Geistes. Es funktioniert ja eben über die Macht. Und Sie können ja nicht die Macht gegen die Macht ausmachen. Ohne Geld keine Macht. Ohne Geld keine Macht. Wer ermächtigt sie, das Geld abzumachen? Das ist ja doch der gesunde Hausverstand. Nein, der gesunde Hausverstand. Wir sind das. Das brauchen wir nicht. Der gesunde Hausverstand in der gesamten Bevölkerung führt dazu, dass wir weder Geld brauchen noch an Macht glauben werden. Sollte dazu führen, das ist ein Wunsch. Man kann ja gut darauf hinzuarbeiten. Aber bisher hat die Geschichte gezeigt, und irgendwann ist der Erste, der Flügel hatte und Tragflächen, nicht mehr abgestürzt. Wir sind heute an einem Punkt, und das muss man ganz klar sagen, wir sind heute an einem Punkt, wo es noch nie so eine Verdichtung gegeben hat von Informationen. Wir haben zwar vorher, das heißt, wir sind letztes Mal so groß geworden und so intensiv, dass als es nicht mehr geht, das machen schon einige All die, die jetzt nicht, also dieses Beitrittsformular ausgefüllt haben, aber Informationen haben wollen, ja, gebe ich eine Liste durch, ja, sodass man sich den E-Mail-Verteiler setzt. Ja, ist nicht sehr schön geschrieben, bitte verzeihung, aber ich gebe das einfach durch. Ich wünsche darüber hinaus jetzt einmal einen schönen Appetit. Und aber dessen machen bleibe ich so lange ihr wollt, und stehe für alle Gespräche und alles zur Verfügung. Dankeschön. Das ist so ein